Sehr geehrter Herr Dr. Brinker, sehr geehrter Herr Professor Weiler, sehr geehrte Damen und Herren Diskutanten des heutigen Abends, meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zu den diesjährigen Oldenburger Schlossgesprächen, die, wie schon im Jahr zuvor, von Frau Maybrit Illner moderiert werden, die ich ebenfalls sehr herzlich heute Abend hier begrüße. Liebe Frau Illner, es ist schön, dass Sie auch heute Abend wieder bei uns in Oldenburg sind. Herzlich willkommen. Gedächtnis, Gedenken, Vergessen. Darüber wird heute Abend gesprochen. Ein sehr interessantes und zugleich aktuelles Thema, ein Thema, das uns alle betrifft. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was wir heute Abend von den diskutierenden Expertinnen und Experten dazu mehr erfahren dürfen. Die Thematik ist außerordentlich vielschichtig und sie betrifft den Einzelnen genauso wie die Gemeinschaft als Ganze. Dazu nur ein Aspekt, der allerdings von großer Tragweite ist. Die Erinnerung an den 9. November 1938. Kürzlich hat sich Charlotte Knobloch, geboren 1932 in München, dazu in einem Zeitungsbeitrag geäußert. Sie schreibt: In jener Nacht am 9. November 1938 begriff ich, wir haben unser Existenzrecht verloren. Das war vor 75 Jahren. Für einen jungen Menschen ist das eine Ewigkeit. Für mich ist es, als wäre es gestern gewesen. Und weiter schreibt sie: Wir stehen an der historischen Schwelle, jenseits derer aus der Zeitgeschichte Geschichte wird. Der Nationalsozialismus entschwindet der Zeitgenossenschaft. Die Erlebnisgeneration stirbt. Sie muss ihre Erinnerung an eine Erkenntnisgeneration weitergeben. Wir müssen die nachfolgenden Generationen ermutigen, aus freien Stücken und eigener Überzeugung heraus ihre Verantwortung für das Vermächtnis der deutschen Geschichte zu übernehmen. Nie wieder. Soweit die Sätze der damaligen Präsidentin des Zentralrats der Juden, die die Dimension unseres heutigen Themas erahnen lassen, in individueller als auch kollektiver Perspektive. Diskutieren werden ausgewiesene Fachleute, und das ist für mich der Reiz unserer Veranstaltungsreihe. Wissenschaftlich fundiert, interessant präsentiert und von großer gesellschaftlicher Relevanz. Wissenschaftliche Forschung und wissenschaftliche Erkenntnisse sind eine zentrale Basis der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Auch angesichts steigender Ausgaben für Wissenschaft und Forschung wird es zunehmend wichtiger, die Kommunikation von Leistungen und Wertschöpfungen aus Forschung und Lehre zu pflegen. Wissenschaft und Forschung erfahren aber auch entscheidende Impulse für ihre Arbeit aus der Gesellschaft. Und die Oldenburger Schlossgespräche sind eine hervorragende Plattform für diesen lebendigen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Unsere Universität, die Karl-von-Ossietzky-Universität, hat seit jeher den Anspruch, Wissenschaft offen und transparent zu gestalten und mit einem expliziten gesellschaftspolitischen Anspruch zu verbinden. Erleichtert wird das dadurch, dass die Oldenburger Bevölkerung von Stadt und Region gegenüber Wissenschaft und Kultur im Allgemeinen sowie der Universität Oldenburg im Besonderen
außerordentlich aufgeschlossen ist. Und ich freue mich immer wieder, wie sehr wir von außen, also auch von Ihnen, meine Damen und Herren, Unterstützung erfahren. Auch das ist Wissenschaft und Gesellschaft im Dialog, und zwar höchst praktisch. Lassen Sie mich an dieser Stelle ganz besonders jenen danken, die diese Schlossgespräche möglich machen. An erster Stelle die EWE-Stiftung für ihr finanzielles Engagement im besten bürgerschaftlichen Sinne, sodann dem Hanse-Wissenschaftskolleg als Kooperationspartner und nicht zuletzt dem Hausherrn des heutigen Abends, Herrn Professor Stamm. Meine Damen und Herren, spannend, unterhaltsam und erkenntnisreich. So wünsche ich mir diesen Abend für uns alle. Herr Professor Weiler, ich darf Sie bitten, in das Thema einzuführen. Ja, liebe Schlossgemeinde, der von mir hochgeschätzte Schweizer Schriftsteller Urs Widmer hat gerade den ersten Teil seiner Autobiografie unter dem Titel »Eine Reise an den Rand des Universums« veröffentlicht. Er beginnt sie mit dem denkwürdigen Satz: »Kein Schriftsteller, der bei Trost ist, schreibt eine Autobiografie« und fährt fort, denn eine Autobiografie ist das letzte Buch. Hinter der Autobiografie ist nichts. Alles Material verbraucht. Kein Erinnerungsrätsel mehr. Außer aber, so folgert er für sich selbst, man macht aus der Not eine Tugend und, ich zitiere ihn noch einmal, erfindet das Leben mit genau dem, was du erinnerst. Später wird er noch deutlicher. Wir erinnern uns nur an das, was wir nicht erlebt haben. Er spricht somit den Kern des Themas an, welches uns heute Abend zusammenbringt. Das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Erinnerung. An diesen Fragen reiben wir uns als Individuen ein Leben lang und genau so findet keine Gesellschaft darauf eine abschließende Antwort. Als Neurowissenschaftler ist man versucht, darauf hinzuweisen, dass die Wirklichkeit nichts anderes ist als das innere Bild, das wir von uns von ihr machen. Dass es eben am Ende vielleicht doch nur die Wirklichkeit unserer Gehirne gibt und damit die Fantasie ein besonderes, gutes Gedächtnis für die Wirklichkeit ist. Schafft also das Erinnern unsere Wirklichkeit? Und können wir uns darauf verlassen? Klaus Mann hat das einmal so ausgedrückt. Es ist kein Verlass auf die Erinnerung. Und dennoch gibt es keine Wirklichkeit außer der, die wir im Gedächtnis tragen. Erinnerung ist für uns Menschen konstitutiv. Sie verwurzelt uns im Zeitenlauf. Ja, sie schafft wohl überhaupt erst die Zeit. Und ohne Erinnerung würden wir an der Gegenwart und ihrer Unerklärbarkeit ersticken. Wie aber wird aus der individuellen Erinnerung eine gesellschaftliche Erinnerung und damit Geschichte? So wie die individuelle Erinnerung in unseren Gehirnen entsteht, so braucht auch gesellschaftliche Erinnerung ein gesellschaftliches Gehirn. Und Wissenschaft und Kunst bilden zu einem großen Teil dieses Gehirn. Gesellschaften haben dazu eine ganze Reihe von Institutionen entwickelt, von Universitäten über Museen zu Akademien und eben auch Institutes for Advanced Study wie das Hanse-Wissenschaftskolleg, in dessen Namen ich Sie heute Abend ganz herzlich begrüße. Institutes for Advanced Study sind weltweit Brennpunkte der Wahrheitssuche, wohlwissend, dass es weder absolutes Wissen noch absolute Wahrheit gibt. Durch ihre Arbeit tragen sie auch zur Bildung eines kollektiven Gedächtnisses bei. Im Falle des Hanse-Wissenschaftskollegs gegenwärtig sogar ganz konkret durch eine Forschergruppe zum Thema rekonstruktive Sozialwissenschaft, welche Biografien von DDR-Bürgern analysiert.
Als ein Ort des Verstehens schaffen sie so Wissen und Erinnerung, die uns, und sei es auch nur vorübergehend, Halt geben und uns verankern in dem unbegrenzt fließenden Strom der Zeit. Ich freue mich mit Ihnen auf die nun kommenden Ausführungen unserer Experten zu dem Spannungsfeld zwischen Wirklichkeit und Erinnern. Hoffe und wünsche, dass Sie sich an die Schlussgespräche 2013 lange erinnern werden und übergebe nun an Frau Maybrit Illner, an die Sie sich sicher noch erinnern werden. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Professor Reto Weiler und Frau Professor Simon. Ja, auf die Suche nach der wahren Geschichte, liebe Zuhörer, machen sich heute Abend folgende Gäste. Ganz rechts außen, nur geografisch gemeint, Frau Professor Aleda Aßmann. Sie ist Anglistin, Ägyptologin und Kulturwissenschaftlerin und ihr Interesse gilt der Frage, wie und woran erinnern sich Gesellschaften und Nationen? Wie bilden sich Traditionen, die Jahrhunderte überdauern und unser Selbst- und Weltbild bestimmen? Mit ihrem Mann, dem Ägyptologen Jan Aßmann, hat sie den Begriff des kulturellen Gedächtnisses geprägt. Toll, dass Sie heute bei uns sind. Gleich neben ihr Professor Johannes Fried. Er ist einer der großen Mittelalterhistoriker Deutschlands und vielleicht der originellste. Er nutzt die Erkenntnisse der Gedächtnisforschung, um unser vermeintliches Wissen über historische Ereignisse und Personen radikal zu hinterfragen. Den großen Ordensgründer Benedikt von Nursia zum Beispiel hält er für eine Kunstfigur, sprich für ein Phantom. Einen schönen guten Abend, Herr Professor. Bei uns ist Professor Alkemeyer. Er kommt hier aus Oldenburg und hat Heimatrecht. Er ist Soziologe, Philosoph und Sportwissenschaftler. Sein Untersuchungsgegenstand ist der Körper. Wie kommt der Körper zu seinem Gedächtnis? Der hat nämlich auch eins. Und welche Bedeutung hat dieses Körpergedächtnis in der modernen Welt? Einen schönen guten Abend. Wir freuen uns über Frau Dr. Svenja Flasspöhler. Sie ist Philosophin, Autorin und stellvertretende Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Sie schrieb zuletzt über Freiheit und Zwang in der Leistungsgesellschaft. Aktuell arbeitet sie vor allem über die dunkleren Seiten der Erinnerung und die Möglichkeit, von ihnen erlöst zu werden, zum Beispiel durch das Verzeihen. Toll, dass Sie heute bei uns sind, Frau Flasspöhler. Und last but not least, Professor Harald Welze, Soziologe und Sozialpsychologe, Hochschullehrer und Direktor der Stiftung Futur 2, denn er interessiert sich für Vergangenheit und Zukunft. Er sagt, wir müssen das meiste vergessen, um das Wichtige zu behalten. In seinem Buch Opa war kein Nazi deckt er auf, wie wir mit verschiedensten Geschichten das Geschehende verschwinden lassen. Einen schönen guten Abend, Herr Professor. Los geht's, wir gehen in Medias Res. Frau Flasspöhler, Ihre allererste Erinnerung war welche und wie alt waren Sie? Oh, das ist aber eine sehr intime Frage. Ich kann es aber ziemlich genau sagen. Ich muss ungefähr anderthalb gewesen sein und habe meine Mutter überredet, auf die Schaukel sich zu setzen, die bei uns im Flur hing. Die Mama überredet? Ja, das war so eine Kinder-, so eine Babyschaukel, vielleicht war ich auch zwei. Jedenfalls war es ganz offensichtlich eine Kinderschaukel und ich habe sie also überredet, sich in diese Schaukel zu setzen und habe so lange gejammert, bis sie es getan hat. Und dann ist sie mit dieser Schaukel natürlich auf den Boden gefallen. Klar. Und hat sich verletzt und ich bin ins Bad gegangen und habe einen Waschlappen geholt, auf dem ein Widder abgebildet war und habe ihr den auf die Stirn gehalten. Das ist meine erste Erinnerung. Toll, wir sind beeindruckt. Herr Welzer, ist das ungefähr ein normaler Wert, mit zwei Jahren die erste Erinnerung zu haben? Nee, ich sag's ja nicht gerne. Wir haben es mit einer genialen... Also alles, was wir über die Entstehung von autobiografischem Gedächtnis wissen, ist, dass diese Phase, die wir falsch kindliche Amnesie nennen, also das, was man aus der Kindheit nicht erinnern kann, in aller Regel bis 2,5, 3 Jahre
andauert. Das heißt, Frau Flaßböhler, es tut mir jetzt echt leid, aber es gibt natürlich viele solcher Erinnerungen, die aber eigentlich importierte Erinnerungen sind. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Geschichte, die in der Familie viel erzählt worden ist und die man dann gewissermaßen mit eigenen Bildern und so weiter ausstattet. Die berühmteste Geschichte der Art gibt es von Jean Piaget, der also ganz wunderbar erzählt hat, wie er als kleines Kind, etwa in dem Alter, mit seiner Gouvernante in Paris rumgefahren wird und dann ein Dieb kommt und sie angreift und so weiter und dieses heldenhafte Mädchen den in die Flucht schlägt und so weiter. Ja. Über, glaube ich, 20 Jahre später schreibt dieses ehemalige Kindermädchen einen Brief an die Familie, wo sie sich entschuldigt für diese fürchterliche Lügengeschichte, die sie damals ausgedacht hat, um etwas ganz anderes in die Wege zu leiten für sich selber. Ja? Und die ganze Familie hat gewissermaßen diese Erinnerung inkorporiert, wie der kleine Jean gerettet wurde. Und das ist der Klassiker. Und musste schockiert zur Kenntnis nehmen, dass eine neue Familiengeschichte zu schreiben war. Ja, was unangenehm ist. Total. Auch darüber werden wir noch reden heute. Herr Welzer, wann fangen Kinder eigentlich an, ein Bewusstsein für diese verschiedenen Zeitebenen überhaupt zu entwickeln? Ja, im Grunde genommen ist das eigentlich genau dieselbe Zeitgrenze. Also ganz kleine Kinder unterscheiden nicht zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, was für Eltern häufig verwirrend ist, weil man nicht weiß, wann was passiert ist. Sie unterscheiden auch nicht zwischen dem, also sie differenzieren nicht, ob ihr das jetzt passiert ist oder einer anderen Person. Ah. Ja? Und darin zeigt sich schon, dass eigentlich die Entstehung von so etwas wie einem autobiografischen Gedächtnis genau gekoppelt ist an einem entwickelten Zeitverständnis, also an einem sich entwickelnden Zeitverständnis, einem bestimmten Sprachvermögen und eben so etwas wie der Möglichkeit, auch auf Gehirnebene, überhaupt die Möglichkeit zu haben, Langzeiterinnerungen zu speichern. Auch das ist nicht von Anfang an der Fall, sondern es bedarf einer gewissen Entwicklungsphase des Hippocampus, bis man überhaupt die Dinge, die passieren, abspeichern kann. Also diese drei Faktoren müssen zusammenkommen und dann fangen wir langsam an, so etwas wie die Fiktion auszubilden, ein Ich zu sein. Herr Alkemeyer, und dann gibt es die schöne Formulierung, dass wenn wir Fahrradfahren lernen und tanzen lernen und Fußball spielen lernen, dass das die prägendsten Erinnerungen und die ersten Erinnerungen auch in und aus unserer Kindheit sind und dass wir sie nie verlernen. Haben wir also tatsächlich ein Gedächtnis für unseren Körper? Hat der Körper ein Gedächtnis? Also ich würde sagen, dass der Körper ein Gedächtnis hat. Ich glaube, es wäre wichtig, zwischen Gedächtnis und Erinnerung zu unterscheiden. Also das Körpergedächtnis würde ich als ein Gedächtnis bezeichnen, das schwer zugänglich ist, das dem Bewusstsein schwer zugänglich ist, das kaum zu versprachlichen ist. Und wir wissen auch nicht, dass wir bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Fertigkeiten gelernt haben. Die schleifen sich ein, die werden durch Übungen verfestigt. Wir vergessen, dass wir sie gelernt haben. Wir vergessen die Situation, in der wir diese Gewohnheiten gelernt haben. Und insofern denke ich, dass der Begriff der Körpererinnerung etwas anderes ist. Wir haben ein Körpergedächtnis, das uns befähigt, Dinge in der Gegenwart zu tun, im unbewussten oder vorbewussten Rückgriff auf einmal erlernte Fähigkeiten wie etwa Fahrradfahren. Wobei, die kann man verlernen. Und ich glaube, auch verlernen und vergessen müsste man noch einmal unterscheiden. Man kann bestimmte verkörperte Fähigkeiten verlernen, wenn man sie über längere Zeiträume nicht benutzt. Nicht ausüben. Nicht ausüben. Frau Aßmann, quälen wir uns oder erfreuen wir uns nochmal mit dieser definitorischen Frage. Erinnerung und Gedächtnis, ist das Gedächtnis nur die schlichte Summe von Erinnerungen oder ist es mehr? Also ich möchte da gerne anschließen und die Unterscheidung nicht nur auf vorbewusst und bewusst ausdehnen, sondern auch das Gedächtnis das nennen, was uns dazu befähigt, überhaupt etwas zu erinnern. Jetzt ein bisschen ausgeweitet. Also wir können auf etwas zurückgreifen, wir können etwas reaktivieren. Denn dass wir erinnern, setzt voraus, dass wir etwas nicht permanent parat haben. Ja? Also es muss in einer Latenz, in einem Zustand
der vorübergehenden Vergessenheit existieren, damit wir uns zurückholend daran erinnern können. Und diese aktive Geste des Zurückholens würde ich eher mit dem Erinnern gleichsetzen. Das ist ein aktiver Punkt, das muss nicht immer willensmäßig geschehen. Es kann auch angestoßen werden durch Dinge, die auf uns Eindruck machen, an denen wir vorbeikommen. Es kann uns treffen, es kann uns plötzlich überfallen. Aber das Gedächtnis ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass diese Prozesse der Wechselwirkung funktionieren. Und kommt Gedächtnis also von Denken? Von Denken und ja, das Interessante mit den wirklich mit der Begrifflichkeit des Gedächtnisses besteht darin, dass sich die verschiedenen Sprachen da ganz anders aus der Affäre ziehen. Schon im Deutschen hat man früher diesen Begriff gehabt, es kommt mir unter. Je me souviens heißt es ja auch im Französischen, aber es hieß vorher nochmal il me souvient, es erinnert mich. Also das Erinnern ist nicht unbedingt immer ein gesteuerter, bewusster, kontrollierter Vorgang. Und dass es dünkt mich, ja, ist in unserer Sprache ja auch noch ein Teil. Mich dünkt, da haben wir noch dieses Medial, dieses Altertümliche. Also all das spricht dafür, dass wir das Gedächtnis vielleicht lieber diesem nicht ganz bewussten, subjektiven und zugreifenden Erinnern zuschreiben. Herr Fried, es gibt einen wunderschönen Satz von Jean-Paul, der geht so: Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Wenn das Erinnern also das Paradies ist, ist dann das Vergessen die Hölle? Jean-Paul ist ein großer Dichter? Literat gewesen und Dichter gewesen, ein ganz hervorragender Autor. Aber unterschreiben würde ich diesen Satz nicht. Da irrt der Dichter. Das weiß ich nicht. Das ist seine persönliche Erfahrung vielleicht, aber meine Erfahrung wäre das nicht. Und das, was ich so gelernt habe, auch im Gespräch, zum Beispiel mit Harald Welzer, geht nicht in diese Richtung, dass das Erinnern ein Paradies sei, sondern es kann auch die Hölle sein. Es kann die Hölle sein, die absolute Hölle, je nachdem, woran man sich erinnern muss. Und das Vergessen kann auch die Strafe sein. Also da muss man nur eine langsam beginnende Demenz sich ins Auge anschauen, wie das die Patienten quält, ja, wenn sie es mitkriegen. Und es gibt es gibt Körperkrankheiten, da bleibt der Kopf völlig klar und alles andere stirbt ab. Das ist das Schlimmste an Tortur, was es gibt. Sie können nicht vergessen und würden gerne vergessen. Da wäre das Vergessen das Paradies. Das scheint mir also nicht unwichtig zu sein. Aber ich würde gerne an das, was Herr Welzer vorhin gesagt hat, mit Jean Piaget nochmal anknüpfen, weil mir das einen Gedanken zu fassen erlaubt, den ich nicht für uninteressant halte. Und zwar, müssen ja die ungemein lebendigen Worte dieses Kindermädchen oder dieser Nurse gewesen sein, die in diesem Knaben Bilder erzeugt haben. Worte erzeugen Bilder, Worte erzeugen Realität. Und dieses Vertrauen in die Sprache haben wir auch heute noch. Haben wir heute noch und wir vertrauen, dass die Sprache uns wirklich in der Wirklichkeit leiten kann, lenken kann, zu einem korrekten, intentionalen, intendierten Ziel. Das andere, was hineinkommt, ist, es ist ein Implantat in das Erinnerung, in die Erinnerung von Jean Piaget und es ist ein kollektives, ein kulturelles Gedächtnis, wenn wir auf das Kollektiv der Familie schauen. Das heißt, an einem kleinen Beispiel kann man enorm viel Prozesse des Erinnerns studieren und deutlich machen. Und damit natürlich unseren Zweifel auch nähren. Wir werden darüber heute auf jeden Fall noch reden, dass wir nicht nur den Zeugnissen Zweifel gegenüber aufbringen müssen, sondern auch den Zeugen gegenüber. Und ich wollte ganz kurz trotzdem vorneweg Frau Flass-Pöhler noch fragen, was eigentlich so faszinierend ist an dieser Wissenschaft des Gedächtnisses und des Aufbewahrens. Ist es das, dass natürlich all die Dinge, die wir erinnern und die unser Gedächtnis ausmachen, so viel Bedeutung haben für uns als Menschen, für die Persönlichkeit? Ist das das Faszinierende oder was fasziniert Sie daran? Ja, also vielleicht noch ganz kurz zu Herrn Alkemeyer. Ich gehe auch sofort darauf ein, was mir die ganze Zeit einfällt, als Sie sprachen über das Körpergedächtnis, ist eine Szene aus Claude Lanzmanns sehr berühmtem und ganz großartigen Film Shoah. Und dieser Film besteht, und das ist vielleicht für dieses Thema hier ja auch interessant, dieser Film besteht nur aus Interviews, also es gibt keine Dokumentaraufnahmen oder irgendwas, sondern es sind wirklich nur Interviews. Und es gibt diese eine Szene, die mir auch sehr eindrücklich, dieses Wort ist ja hier auch ganz interessant, eindrücklich im Gedächtnis geblieben ist, wo nämlich der, ich glaube, der hieß Bomba,
anfängt, Haare zu schneiden, wie er es damals auch im KZ getan hat, und über das Haareschneiden plötzlich ins Sprechen kommt. Und es ist wirklich diese Bewegung des Schneidens. Und es ist unglaublich, ja, das kann man eigentlich gar nicht sagen, was es ist, aber es ist, man hält es kaum aus, ihm dabei zuzusehen, aber es ist der Körper. Also was ich daran persönlich sehr interessant finde und warum ich jetzt eben auch dieses Buch über das Verzeihen schreibe, ist schon natürlich, dass unsere Identität, das, was wir sind, ist eben unsere Geschichte. Wir sind in gewisser Weise natürlich abgelagerter Geschichte. Und zwar ja nicht nur die, die wir jetzt in unserem Leben erlebt haben, sondern auch schon die Geschichte meiner Eltern und deren Eltern findet sich in gewisser Weise natürlich in mir wieder. Und das finde ich schon mal an sich sehr faszinierend und natürlich auch ein bisschen beunruhigend, weil man merkt dann auch sofort, man hat sich eigentlich nicht wirklich in der Hand, weil was hat sich denn da alles abgelagert? Und die Frage, die mich in dem Buch eben sehr stark interessiert, ist, was ist eigentlich mit Erinnerungen, wo man auch natürlich wieder bei der Shoah, beim Holocaust sehr schnell ist, mit Erinnerungen, die sehr, sehr schmerzhaft sind. Wie geht man mit denen um? Mit Nietzsche könnte man sagen, also Nietzsche war ja der große Apologet des Vergessens, der eigentlich sehr schnell gesagt hat, die Geschichte ist, wenn nur dafür da, uns zu stärken, sobald sie uns schwächt, gilt es, sie zu vergessen. So, jetzt sehr runtergebrochen. Das ist natürlich die große Frage, gelingt das eigentlich? Kann man einfach irgendetwas vergessen, was man an schrecklichen Dingen erlebt hat? Kann man da sehr rational, wie geht man damit um? Und eben sich davon zu lösen, von diesen Erinnerungen, und wenn ja, wie, geht es eben durch Vergessen oder durch Umformung dieser Erinnerungsbahnen, die man da irgendwie in sich trägt? Das ist das, was mich fasziniert an der Frage. Gut, und bevor wir auch nochmal zu dieser großen gesellschaftlichen Frage kommen, nochmal eine nach unserer Physis und besser gesagt den körperlichen Mustern, die wir zur Verfügung haben, Herr Alkemeyer. Gibt es ein Alter, in dem dieses Erinnern besonders toll funktioniert? Also ich wüsste nicht, dass das altersspezifisch ist. Ich denke, dass das, was auch Frasco da gerade geschildert hat, dass das etwas ist, was uns ein Leben lang begleitet hat, dass der Körper gewissermaßen den Geist bestimmte Gedanken nach sich ziehen kann. Ja. Also dass Tätigkeiten, die wir ausführen, unwillkürlich bestimmte Erinnerungen, bestimmte Assoziationen, Gefühle hervorrufen können, die eben mit dieser Tätigkeiten verbunden waren. Und das muss nicht immer so schrecklich sein wie in diesem Fall, sondern man kann, denke ich, auch in Alltagskommunikation, also auch in dem, was wir hier tun, kann man sehen, dass wir, wenn man sehr feine Analysen von Kommunikationssituationen macht, wie wir gewissermaßen mit Gesten um Worte ringen, buchstäblich. Also wie wir im Gestikulieren, in der Formung bestimmter Gesten, wenn wir etwas begreifen wollen beispielsweise, Begriffe hervorholen, Gedanken hervorholen, indem wir bestimmte Bewegungen vollführen, bestimmte Gesten vollführen. Und auch inkorporieren. Gibt es, Frau Aßmann, besondere historische Ereignisse, die es uns wieder leichter machen, Dinge abzuspeichern und so etwas wie ein Gedächtnis auszubilden und uns das Erinnern leichter macht? Auch nochmal ganz formal gefragt. Also ich glaube schon, dass jede Generation sich dadurch definiert, dass bestimmte prägende Ereignisse erlebt wurden, so zwischen 15 und 25 Jahren. Und ich habe jetzt gerade einen Dokumentarfilm zu Ende gemacht, fertig gemacht zum Thema Anfang aus dem Ende, die Generation der Flakhelfer. Und da ist es für die natürlich genau, sind es diese letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs und das letzte lebendige Band, was uns mit diesem Ereignis jetzt noch verbindet. Und da kann ich das auch nochmal bestätigen, wie stark in diesem Fall auch der Körper miterinnert. Also es gibt da die Unterschiede, wenn man mit diesen Menschen spricht, die heute 85 bis 87 Jahre alt sind. Zum Teil haben sie das so unter Kontrolle, dass sie es verbalisiert haben und darüber reden können. Manches ist sehr viel ausführlicher, manches sehr viel summarischer, aber es gibt durchaus die Situationen, wo man das Gefühl hat, der ganze Körper erinnert. Ja, der Gesichtsausdruck, der ganze Habitus verändert sich und das kann ganz schnell wieder vorbei sein. Das sind so, ist ein Flash, der durch diesen Körper durchgeht. Also es ist sicher so, dass wir uns sehr stark darin unterscheiden, welche prägenden Ereignisse wir in unserer Jugend hatten und dass zum Beispiel wurde auch gesagt, dass 9/11 in Amerika für diejenigen, die Pearl Harbor erlebt hatten, nicht an diese Intensität der Qualität herankam. Also es gibt eine unterschiedliche Lagerung und Intensität auch dieser Erinnerung. Was aber ja auch schon interessant ist, was Sie sagen,
Also wenn die Frage ist, was merken wir uns eigentlich oder was schreibt sich ein, das ist ja möglicherweise, und auch da fällt mir jetzt gerade ein, das war glaube ich auch Nietzsche, der gesagt hat, das sind immer die schmerzhaften Dinge, die sich einschreiben und die wir uns tatsächlich sehr gut merken können. Und das kennt man ja vielleicht wirklich auch aus ganz banalen Situationen, dass man sich irgendwie sehr genau an irgendwelche peinlichen Sachen erinnern kann, die schon sehr lange zurückliegen, aber so an die wirklich schönen Momente, das sind dann vielleicht doch eher so die leeren Blätter. Aber, oft. Aber was immer. Ist mit den berühmten Petite Madeleine bei Proust? Das ist nichts. Stimmt, ja, also stimmt. Der beißt in die Sandtörtchen und erinnert sich an seine Kindheit in Cambrai. Und das sind alles andere als schreckliche Erinnerungen. Ja. Gut, aber wenn man zum Beispiel die Geschichtsschreibung nimmt, da kann man doch eigentlich fast sagen, das ist so ein, man hangelt sich irgendwie von einer Katastrophe zur nächsten. Und das, nee, ist es nicht aber so. Das ist gegebenenfalls in der Geschichtsschreibung anders als in der persönlichen Erinnerung, weil für den einzelnen Menschen betreffend könnte man, Herr Fried, ja gut sagen, wir heben uns eigentlich die schönen Dinge viel eher auf als die dramatischen. Also ich weiß nicht, ob man tatsächlich nur die schlimmen Erlebnisse als den Körper prägende oder das Körpergedächtnis prägende Erlebnisse bezeichnen darf. Vielleicht kommen sie in einer anderen Weise zu Bewusstsein, die schlimmen Dinge. Aber das Gute ist auch da. Er hat gerade eben auf Marcel Proust verwiesen, das ist ein sehr schönes Beispiel, aber ich glaube, es geht uns allen so, dass wir bestimmte schöne Erlebnisse internalisiert haben und sie gleichsam immer abrufen können. Vielleicht nicht mit Bewusstsein, aber im praktischen Lebensvollzug. Da geht das wohl so. Aber ich wollte eigentlich noch auf etwas anderes hinaus, nämlich Herr Alkemeyer sprach eben vom Körpergedächtnis, das individuell ist. Und alle Bemerkungen betrafen jetzt den Einzelnen. Ich meine aber, es gibt auch ein kollektives Körpergedächtnis, das sich vollzieht zum Beispiel im Ritual. Und wenn ich schaue, wie verbreitet in den menschlichen Kulturen rund um die um den Erdball Rituale sind, dann ist mir schon klar, wie präsent kollektives Körpergedächtnis ist. Nicht nur im Christentum, in jeder Religion ist es da, überall ist es anzutreffen. Und wir sind angesprochen von den Ritualen, weil wir sie kennen. Klar. Ich will jetzt nicht schon wieder sagen, dahin kommen wir noch. Ich merke schon, wir sind hier auch in der Runde offensichtlich nicht so erpicht auf das wahnsinnig Didaktische, sondern nehmen wir die Frage gleich mal auf. Herr Alkemeyer, einen Pass hat jeder, um seine eigene Nationalität zu definieren. Wie wird man eine Nation zum Anfassen? Die wird man durch Rituale, durch Triumphmärsche, durch... Zum Beispiel, ich würde sagen, ne, also abstrakte Konstruktionen, imaginierte Gemeinschaften wie die Nation müssen fassbar werden. Es muss die Lücke überbrückt werden zwischen dieser abstrakten Idee und der alltäglichen Erfahrung. Und in der Tat würde ich sagen, Rituale sind eine Form, in der emotionale Bande hergestellt werden, in der Gemeinschaftlichkeit erzeugt wird. Sport ist im Übrigen auch eine Form. Ne? Also ich glaube, dass das eine der Funktionen des Sports in modernen Gesellschaften ist. Ähnlich wie die Funktion von Ritualen, Gefühlsgemeinschaften herzustellen. Dann ist die Frage, wie tragfähig sind die, wie lange dauern die an, sind die nur temporär oder nicht? Aber ich würde genau sagen, wie Herr Fried, das sind also da wird ein kollektives Gedächtnis manifest wird konkret, wird am eigenen Leib spürbar. Und beim Sport fällt einem da sofort das Wunder von Bern ein? Ja, also wie identitätsstiftend das für die deutsche Nation war. Und die nächste Frage wäre, okay, kommen wir gleich hin. Und die nächste Frage natürlich, wird sich in irgendeiner Form Jogi Löw da auch einschreiben in unser kulturelles Gedächtnis? Also ich vermute, er wird sich irgendwie einschreiben, aber das ist wahrscheinlich erst in einigen Jahren zu beurteilen, wie er sich einschreiben wird. Ich meine, ein interessanter Punkt, um den Ball aufzugreifen, ist die Frage, ob sich dadurch, dass beispielsweise Spiele, Körpertechniken, Spielstile und so weiter, dass die global wandern, ob sich da etwas ändert, auch in der Erzeugung von kollektiver nationaler Identität durch Sport. Ich vermute, da ändert sich einiges. Auch eine gute These. Und Herr Welzer protestierte beim Stichwort das Wunder von Bern. Das Wunder von Bern ist auch so ein tolles Beispiel, wie Erinnerungen kollektive Bedeutung bekommen, Erinnerungen an Ereignisse, die zum Zeitpunkt des Geschehens die Bedeutung gar nicht gehabt haben.
Ja? Weil gibt es von Franz Josef Brüggemeier, Historiker aus Freiburg, eine wunderbare Studie drüber, was erstmal darauf zurückgeht, dass zu dem Zeitpunkt Fußball überhaupt nicht die Breitenwirksamkeit gehabt hat, wie sie heute hat. Dementsprechend dieses Ereignis selber auch gar nicht so wahrgenommen wurde, also sozusagen in Echtzeit und so weiter. Und man kann sich dann die Zeitungen angucken vom nächsten Tag, die Deutschen. Da ist es in keiner Weise zu vergleichen mit der medialen Aufmerksamkeit, die man heute hätte, wenn irgendwie XY. Also, und das ist nämlich interessant, zu welchem Zeitpunkt die vermeintliche kollektive Erinnerung an das Wunder von Bern dann plötzlich zu einer Bedeutsamkeit in dem Selbstverständnis der Bundesrepublik zum Beispiel bekommt. Also wann? Naja, sicherlich hat das einen gewissen Vorlauf, aber durch Sönke Wortmanns Film kommt es gewissermaßen zu einem Punkt. Und das ist eine ganze Weile nach der Wiedervereinigung. Und es hat sehr viel einfach damit zu tun, wie man dann beginnt, und übrigens auch unser Thema, was wir die ganze Zeit schon irgendwie umkreisen, sozusagen eine gewisse Zeit eben nach den Ereignissen bis 1945, also ein zweigenerationeller Abstand, da kann man dann plötzlich so etwas wie eine ikonische Heldenerzählung, die was mit der Entstehungsgeschichte der Bundesrepublik zu tun hat, erzählen, was vorher offensichtlich so ohne weiteres nicht möglich gewesen ist. Und da ist so ein Radio-Ding, wenn überhaupt medial präsentiert, war es ja die Radioübertragung, wo heute alle meinen, sie hätten das gehört, obwohl das natürlich, ja, aber es gibt viele, viele solche kollektiven Ereignisse, die medial ungeheuer bedeutsam sind, wo wir Studien darüber haben, dass die Menschen ganz woanders gewesen sind, als das geschehen ist, dass sie gar nichts mitgekriegt haben davon, bis hin zu diesen fürchterlichen Geschichten wie Schulmassaker, wie wir sie in den letzten Jahren gehabt haben, wo Menschen sich detailliert daran erinnern können, die an dem Tag mit Angina im Bett gelegen haben zu Hause und so weiter. Ja? Also da ist das Gedächtnis ganz, ganz geschmeidig und kreativ, um sich hineinzufinden in Situationen, die aus irgendeiner Weise aus irgendeinem Grund sozial bedeutsam geworden sind. In dem Augenblick möchte man nämlich dazugehören, letzter Satz dazu, auch die Menge der Menschen, die 68er gewesen sind und demonstriert haben und vor Wasserwerfern, hat sich im Zeitverlauf ungeheuer erweitert. Vielleicht noch ein... Und wenn wir bei diesem Teil dann aber noch mal eine Sekunde verweilen, gibt es ja auch das andere Ende der Skala, also Ereignisse, die eher stören, wenn wir uns präzise genug daran erinnern wollen, ist so ehrlich gesagt, also mit einer Distanz zwischen dem eigenen Selbstbild und der de facto historischen Handlung, ist so auch Günter Grass zu erklären und seine SS-Mitgliedschaft, die er vergessen hat, ist das möglich? Nö. Aber da müsste man jetzt sich versteigen sozusagen in den Einzelfall und in eine Form der psychoanalytischen Betrachtung oder sowas. Aber ich halte den Fall eher für einen von Bigotterie als einen von Psychologie in dem Fall und meine nicht, dass eine Person, die so lange kontinuierlich sozusagen das Verhalten in anderer inkriminiert, selber nicht weiß, dass er mal bei der Waffen-SS gewesen ist. Sein eigener Name müsste ihn ja schon rein typologisch daran erinnern, Grass mit SS. Aber es ist unmöglich. Und ist es bei Walter Jens anders? Ja, das ist, glaube ich, anders, weil das ist ja jetzt auch, ich meine, auch da kommen wir in Bereiche, über die man von außen ja überhaupt nicht qualifiziert sprechen kann. Aber Walter Jens ist möglicherweise zu dem Zeitpunkt schon sozusagen beeinträchtigt gewesen durch die Demenz, also durch eine, was man heute die mild cognitive impairment nennt, also beginnende Schwächen in der Gedächtnisverarbeitung, die noch nicht sichtbar sind für das soziale Umfeld oder sowas, aber sozusagen die manifest werden von Gedächtnisausfällen, zeigt sich ja viel später als das, was auf der Hirnebene vorher schon passiert. Und um es nochmal ganz konkret zu machen, weil warum sachlich, wenn es auch persönlich geht, der Fall Theodor zu Guttenberg, ist vorstellbar, dass dieser junge Mann tatsächlich glaubte, dass diese Inhalte, die er kopiert hat, Inhalte seines Denkens waren, Frau Flassbühler?
Welches Denken? Nee, also, ja. Ich meine, die Rock'n'Roller hier würden sagen, der hat sich über einen richtig schönen Sampler gefreut. Das ist die positive Auslegung. Ja? Seine Doktorarbeit war ein Sampler. Aber ist es möglich, dass das Gehirn uns suggeriert, irgendwann, das hat jetzt nicht der und der? Also ich meine, das wäre auch, glaube ich, fatal, das zu behaupten, weil man damit das Individuum einfach sträflich entlastet. Dass jemand ist verantwortlich für das, was er tut. Also da bin ich auch eher auf einer anderen Schiene als jetzt so die, es gibt ja in der Neurowissenschaft jetzt auch die Tendenz, über Schuld ganz neu nachzudenken. Also das Individuum ist ja gar nicht schuldfähig, weil in seinem Hirn die und die Areale nicht richtig funktionieren. Hier schon diskutiert. Da muss man über ein ganz neues Strafsystem nachdenken und so. Also ich glaube, damit kommt man schon in Teufels Küche, ehrlich gesagt. Also deshalb wäre ich da sehr vorsichtig. Ich wollte aber auch noch zwei Sachen sagen, die nämlich einmal ganz kurz noch zu den Sportritualen. Da wollte ich einfach nur noch so als Anregung anmerken, dass ja sich diese Rituale gerade sehr interessant verändern. Also dass ja, ich denke jetzt gerade so an den einsamen Jogger, der eben gerade jetzt nicht im Kollektiv Fußball spielt, sondern so alleine läuft und ja im Grunde genommen sein kleines Gedächtnis immer dabei hat, nämlich dieses Quantified Self-Gerät, das sind ja diese Pulsmesser, da kann man genau mit messen, wie viel Kalorien man jeden Tag verbrennt, wie viel Treppen man steigt, wie viele Schritte man in der Wohnung läuft und am Ende des Tages hat man entweder so ein Blümchen, was irgendwie so ganz glücklich aussieht oder es sieht irgendwie nicht so glücklich aus. Und diese Geräte, die speichern tatsächlich alles ab. Und man kann eben mit diesen Geräten ja auch sozusagen in die Community gehen, also ins Netz und kann dann eben auch jetzt nicht nur in nationalen Grenzen sich mit diesen Leuten irgendwie vernetzen, sondern ja auch, wie man weiß, über alle Grenzen hinweg und eben diese Daten austauschen. Und da entsteht ja eine ganz neue Form von Ritualkultur. Also da könnte man jetzt noch viel weiter drüber reden, Facebook und so weiter. Also inwiefern eben auch bestimmte Rituale ausgelagert werden ins Virtuelle oder zumindest verschaltet werden mit dem Virtuellen. Und eine Sache wollte ich jetzt nur noch, das ist aber eher so eine Fußnote jetzt nochmal zu dem Schmerz und dem Glück, an was man sich da mehr erinnert oder weniger erinnert. Das ist natürlich völlig richtig. Also natürlich erinnert man sich auch an glückliche Erlebnisse, aber ich würde schon sagen, dass die Art und Weise der Erinnerung eine andere ist, weil man eben schmerzhafte Erinnerungen verdrängt, verleugnet, sich nicht an sie erinnern will, während die glücklichen Momente natürlich die sind, die man gerne abruft. Und ich glaube, dass diese unterschiedliche Art und Weise des Umgangs und des Erinnerns oder eben auch Nicht-Erinnerns eine andere Form von Einschreibung auch verursacht. Das wollte ich nur dazu sagen. Punkt. Ja. Frau Aßmann, muss unbedingt noch gesagt werden. Frau Aßmann, wenn wir uns noch mal anschauen, was vor 20 Jahren in der Wissenschaft gedacht wurde über unsere Fähigkeit, Dinge zu erinnern und über unser Gedächtnis, ging man offensichtlich davon aus, dass wir so eine Art Festplatte haben und einigermaßen präzise notieren, was wichtig ist und was unwichtig ist. Heute wissen wir, dass wir nicht nur mit Implantaten zu leben haben, was schon mal ziemlich spooky klingt und aber offensichtlich funktioniert. Erleichtert das Leben, wenn man sich darauf einlässt. Ja, klingt aber irgendwie nach Total Recall. Ja? Mhm. Also wir haben offensichtlich Geschichten, die man uns erfolgreich implantieren kann. Und worauf können wir in Bezug auf unser Gedächtnis dann eigentlich noch bauen und vertrauen? Ja, jetzt hat mein Gedächtnis selbst schon ein paar Dinge angesammelt, die ich auch gerne noch wieder los würde. Und ich versuche, solange das noch nicht funktioniert, zu vergessen, hauen wir es einfach jetzt rein. Auch gefragt wurde. Und der kleine Zwischenruf zum Wunder von Bern, den ich noch loswerden muss, ist der, dass ich nach Ungarn kam und Folgendes lernte, dass das Wunder von Bern dort die Wunde von Bern heißt. Und das war für mich wirklich ein Lernprozess. Das heißt für mich transnationales europäisches Erinnern. Also das sollten wir mit dazu denken. Und was den Film von Sönke Wortmann angeht, glaube ich nicht nur, dass ich jetzt alle glaube, dass sie dabei gewesen wären, sondern dass solche Medien ganz, ganz wichtig sind, um unterschiedliche historische Generationengedächtnisse zu synchronisieren. Das ist die Chance, dass sich nun die Großeltern oder Eltern und Enkel plötzlich miteinander mit einer Sache, also unsere Mütter, unsere Väter, war ja auch der Versuch, genau diese Synchronisation im Familiengedächtnis hinzubekommen. Und das ist wirklich etwas Wichtiges, weil dadurch die Anteilnahme oder die Aneignung von Erinnerungen anderer Generationen, gerade durch solche öffentlichen Medien, ganz, ganz entscheidend verläuft. Ein Vorschlag zur Güte, nur pur Pragmatismus, einfach gleich sagen. Jetzt so, wir sind jetzt bei der Frage, jetzt nach dem, was wir mal glaubten zu wissen über unser Gedächtnis und was wir heute schon
wissen. Das ist sehr interessant, denn bevor diese Erinnerungswelle losging, spielte das ganze Thema gar keine Rolle, außer in der Psychologie. Ja, die Psychologie hat nie das Thema Erinnerung vergessen. In den anderen Forschungsfeldern spielt das keine Rolle, allen voran in der Geschichtswissenschaft. Wenn wir das große Lexikon historischer Grundbegriffe angucken, finden Sie keinen Eintrag zu Erinnerung oder Gedächtnis. Das war einfach kein Thema. Wir müssen uns wirklich historisierend in eine Zeit bis in die 70er Jahre hinein zurückdenken, in der Erinnerung überhaupt keine Rolle spielte. Mhm. Und was wir inzwischen gelernt haben, ist wirklich der Aufbau sukzessive eines neuen Bildes der Erinnerung, die vorher einfach, die gab es, das war die Sache der Psychologen und niemand hat sich drum geschert. Und die Frage, warum das so ist, ist total spannend. Ich würde denken, es hat etwas damit zu tun, dass wir bis in die 70er Jahre sehr, sehr zukunftsorientiert gelebt haben. Aus der Zukunft war alles zu erhoffen und das war die Projektionsfläche, auf die wir hin alle unsere Wünsche und Erwartungen projiziert haben. Und dann brach das irgendwann in den 80er Jahren um und dann kam die Vergangenheit zurück und dann fing das mit der Erinnerung an. Also, dass wir uns alle jetzt inzwischen so selbstbewusst und selbstkritisch und selbst interessiert über die Schulter schauen, wenn wir erinnern. Das ist alles etwa eine neue Entwicklung. Mhm. Herr Welzer, kann man Menschen vor Gericht eigentlich noch guten Gewissens sagen lassen, nur die Wahrheit zu sprechen und nichts als die Wahrheit? Ja, ja, weil sie ja ihre Wahrheit sprechen. Das ist aber natürlich was vollkommen anderes als die... Ja, das, was dann de facto tatsächlich geschehen ist, soweit ich über moderne Kriminologie informiert bin, ist auch das entscheidende Kriterium. Nicht, ob jemand die Wahrheit sagt, sondern ob er subjektiv der Überzeugung ist, dass es der Wahrheit entspricht, worüber er Auskunft gibt. Das ist, glaube ich, der bescheidene Anspruch solcher Untersuchungen. Also niemand würde heute mehr wirklich davon ausgehen, dass eine Person, die Zeuge eines Unfalls gewesen ist oder eines Verbrechens oder sowas, dieses Verbrechen oder diesen Unfall tatsächlich so schildern könnte, wie er stattgefunden hat. Und auch dazu gibt es natürlich seit vielen Jahren eine breite Menge an Studien, also dass es beispielsweise die Einschätzung der Geschwindigkeit eines verunfallten Autos davon abhängt, ob der Polizist gefragt hat, wie schnell waren die, als sie zusammengeknallt sind, oder ob er fragt, wie schnell waren sie, als sie zusammengestoßen sind. Das ist dann eine Differenz von mindestens 20 Stundenkilometern, allein durch das Wort. Herr Fried hat ja vorhin auch auf die Bedeutung der Worte zurückgewiesen, in denen wir uns dann die entsprechenden Ereignisse erklären. Aber so, also ich würde grundsätzlich sagen, dass Wahrheit am Ende die sozusagen Ergebnis sozialer Übereinstimmung ist. Also Wie findet man dann, wenn wir uns jetzt noch mal ganz kurz in die Situation eines Staatsanwaltes hineinversetzen, wie findet man dann aber die guten Zeugen und die weniger profunden Zeugen? Muss man also immer eine Gruppe von Menschen sammeln in der Hoffnung, dass deren Erinnerung zusammengenommen dann einigermaßen dem wahren Tathergang entspricht? Man würde andere Quellen versuchen heranzuziehen. Also sie würden ja niemals ein Urteil sprechen, nur auf der Grundlage von Zeugenaussagen. Genauso wie Historikerinnen und Historiker, wenn sie vernünftig arbeiten, sich nicht auf eine Quelle verlassen. Niemals, auch Journalisten nicht. Und schon gar nicht auf Zeitzeugen, die ja bekanntermaßen die natürlichen Feinde der Historiker sind. So, und dann sind wir genau bei der These von Herrn Fried und diesem schönen Satz, dass der Mensch nicht zum Historiker geboren ist und schon gar nicht zum profunden Zeugen geboren ist. Was ließ Sie da zuallererst zweifeln, Herr Fried? Oh, die Kritik meiner Kollegen, weil ich anfing, über solche Dinge nachzudenken, wie zuverlässig sind denn Aussagen, habe mich an die Ethnologen gewandt, die nämlich in mündlichen Kulturen sehr wohl feststellen können, dass die Erzählung von der Vergangenheit sich immer der Gegenwart, der unmittelbaren aktuellen Gegenwart anpasst. In jeder Hinsicht, mit Zeit, mit Beteiligten, mit Intention, mit allem. Und daraufhin bekam ich Kontra von meinen Kollegen und habe gesagt, gut, dann muss ich halt tiefer greifen. Und dann bin ich bis hin zur Psychologie und Neuropsychologie und bis hin sogar zur Neurologie, habe ich versucht zu verstehen, was da oben im Hirn passiert, wenn wir uns erinnern. Und das ist an sich ganz hilfreich, ich empfehle es Ihnen, meinen Kollegen. Aber wenn Sie uns auch den intellektuellen Genuss gönnen, das nachzudenken,
nachzuvollziehen. Sie haben ein schönes Buch geschrieben mit dem Titel Die Legende von Canossa. Ja. Der Gang nach Canossa ist nun tatsächlich ja einer, der sich tief in das kulturelle Gedächtnis nicht nur einer europäischen Nation geschrieben hat. Was lässt Sie nun auch daran zweifeln, dass sich der Kaiser tatsächlich in den Sand geworfen hat und den Papst um Absolution bat? Das ist jetzt, jetzt wird es fachlich. Ach bitte. Da muss ich in die Quellenkritik einsteigen. Also wir haben bestimmte Texte, die uns diese Geschichte, die wir alle kennen, nach Canossa gehen wir nicht, ja, gleichsam vorexerziert haben. Und wenn ich dann aber schlichte Sachverhalte prüfe, zum Beispiel, wie schnell können Pferde vorangehen, wie schnell kann eine Gruppe von 50 Leuten zu Pferd sich von hier nach da bewegen, dann komme ich plötzlich zu völlig anderen Aussagen, die mich zwingen, die Texte anders zu lesen als bisher, nach anderen Texten Ausschau zu halten, die mich das andere Lesen, die mir das andere Lesen erlauben. Und dann finde ich das auch, was ich brauche, tatsächlich. Es steht da geschrieben. Mhm. Nur es wird nicht akzeptiert von den Kollegen, auch das nicht. So, und wenn Sie nochmal sagen, was ist Ihre These, nachdem Sie also als Historiker versucht haben nachzuvollziehen, wie man sich damals erinnerte und wie diese Geschichte zu einer Legende wurde? Was ist Ihre These, also, was da eigentlich passiert? Ich kann mir das eine Bonbon nicht verkneifen. Bitte. Ulrich Hoeneß ist ja bekannt geworden in letzter Zeit. Ist auch eine Legende. Eine reale Legende. Der hatte einmal einen Stammspieler, der nach Madrid abwandern wollte. Und der hat sich etwas geziert und Theater gemacht, es ging ums Geld. Und Hoeneß sagte dann, wenn Real nicht kommt, dann gibt's Canossa. Der kann ja auf der Schule gewesen sein. Ja. Egal. Also meine These ist, Canossa war ein Vertrag zwischen Papst und König. Beide wollten Frieden haben und kooperieren, gerade auch in Deutschland. Ach, die wollten Partner sein. Die wollten Partner sein, haben den Vertrag auch geschlossen und 3 Jahre hat er gehalten und dann ist er zerbrochen, weil in Deutschland die Fürsten nicht mit diesem Vertrag einverstanden waren oder ein Großteil der Fürsten Gegenkönige gewählt haben und in Italien viele, viele Bischöfe nicht einverstanden waren, weil sie den Papst Gregor nicht wollten. Mhm. Das ist also ein relativ harmloses Ergebnis. Aber eine schöne These. Es ist eine These und sie sieht ganz anders aus als das, was bisher in den Handbüchern steht. Ja. Und wenn Sie das also so machen, wie Sie es machen, und es ist ja wirklich nicht nur schön zu lesen, sondern es ist durchaus ein schlauer und origineller Blick auf das, was wir kulturhistorisch da so getrieben haben, ziehen Sie aber nicht Ihre eigenen Wissenschaft, nämlich der Medievistik, der Mittelaltertumsforschung, den Teppich unter den Füßen weg, wenn Sie alles so in Frage stellen? Nein, nein, ich schaffe ihr 2 Teppiche. Denn erstens habe ich die Texte, die bisher schon interpretiert worden sind und gelesen worden sind. Ja. Und zweitens habe ich die Kritik an diesen Texten. Und beide Stränge, sowohl der Text als auch die Kritik, leben weiter. Beziehungsweise die Kritik soll ja auf die Wirklichkeit abheben. Also die Erzählung lebt weiter und die Wirklichkeit lebt weiter. Das sind 2 Stränge, die laufen. Als Historiker habe ich jetzt plötzlich eine doppelte Geschichte. Wunderbar, ich vermehre die Arbeitsmöglichkeiten. Frau Aßmann, was würden Sie sagen, was tut ein Historiker oder eben ein Staatsanwalt, wenn er eigentlich die Wahrheit erfahren möchte? Wir haben schon gesagt, wir begeben uns auf die Suche nach anderen Quellen. Wenn es aber nur diese eine Erinnerung gibt, was macht man dann? In der Regel ist es bei unserer Erinnerung ja so, dass sie gar nicht befragt wird, wenn wir nicht vor einem Zeugen stehen. Und deswegen haben wir auch nicht das Wahrheitsproblem so im Alltag. Es gibt vielleicht Geschwister, die bei einer bestimmten Episode dabei waren, die werden das dann auch nochmal in Frage stellen oder man wird sich dann irgendwie einigen, das aushandeln. Aber die Erinnerung braucht nicht immer die Realitätsprüfung. Und das ist für Sie auch sehr wichtig, weil wir, da möchte ich nochmal darauf zurückkommen, was Sie sagten, Frau Flaßpöhler, dass wir so etwas brauchen wie einen Sinn für unser eigenes Selbst. Und wenn wir uns das nehmen lassen, dann kommen wir mit unseren Menschenbildern nicht mehr zu Rande, jedenfalls nicht mehr mit den westlichen Menschenbildern, die wir aufgebaut haben, also Schuldfähigkeit, Bewusstsein, Intentionen, Dinge ausführen und so weiter. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen skeptisch, wie die Versuchsanordnungen dieser Wissenschaft, Neurowissenschaft oder auch Psychologie manchmal laufen. Ich denke jetzt an eine Anordnung, wo ich mich frage, ob die nicht eher unethisch ist. Da wird nämlich das Gedächtnis so getestet, dass ein Heißluftballonbild
genommen wird und lauter Kinder ausgeschnitten da reingesetzt werden mit Photoshop. Und dann werden die Probanden gefragt, erinnert euch doch mal an dieses wunderschöne Geburtstagsereignis, wo ihr da alle aufgestiegen seid in einem Heißluftballon, was nie passiert ist. Und wenn die auf dieses Bild schauen, dann sagen sie, ah, das war so schön in der Luft und wir haben das von oben gesehen und so weiter. Sie haben das dann produziert. Und diese Form der, des Nachweises, der Überführung, dass dieses ganze Erinnern Unsinn ist, schwachsinnig ist, alles nichts bringt, kann uns nicht letztlich, kann nicht das letzte Wort sein. Also wir müssen ja unterscheiden zwischen Ungenauigkeiten und auf der anderen Seite Betrügereien oder Trügereien, Illusionen. Aber grundsätzlich ist es doch meistens so, dass es eben die Ungenauigkeit ist, die aber nicht schon unseren Sinn dafür, dass wir uns auch richtig erinnern können, ab und zu vollkommen ausräumen darf. Also, und wenn ich mich richtig erinnere, hebt es ab auf Beispiele einer kalifornischen Hirnforscherin, nämlich auf Frau Loftus, genau, ich denke die an Elisabeth drei Loftus. Richtige Erinnerungen in eine Gruppe hineingegeben hat und eine falsche. Und diese falsche wurde eben dann auch als eine wahre und stattgefunden habende Erinnerung repetiert von den Menschen, die da befragt worden sind. Würden Sie auch sagen, Herr Welzer, dass Ihnen das zu weit geht? Oder sind das genau die Beispiele, die uns lehren, wie groß eigentlich unser Hader und unser Zweifel sein müsste, wenn wir über unsere Erinnerungen sprechen? Naja, also die Experimente von Frau Loftus zeigen ja nicht mehr, als dass es relativ einfach ist, Erinnerungen zu implementieren. Und zu manipulieren. Ja, auch manipulieren. Aber das so, und das ist ja auch im juristischen Zusammenhang, sind ja diese Experimente überhaupt erst entstanden, weil es da um Missbrauchsprozesse ging. Und Frau Loftus angefangen hat, diese Experimente durchzuführen, um zu zeigen, wie tatsächlich Gedächtnis manipuliert werden kann oder mit künstlichen Inhalten ausgestattet werden kann. Das ist auf der Ebene interessant. Ich glaube, man kann da nicht so weit gehen zu sagen, es gibt dann keine echte Erinnerung mehr. Ich kann das jetzt auch mal aus einer eigenen enttäuschenden Studie sozusagen belegen. Ja? Wir haben mal 1989, 1990, das ist historisch betrachtet übrigens ein interessantes Projekt, Übersiedler und Übersiedlerinnen aus der damals noch existierenden DDR, die über die Prager Botschaft und über Österreich-Ungarn geflüchtet sind, in Deutschland befragt, 1989 über ihre Flucht und so weiter. Und die sind später noch ein paar Mal befragt worden. Da gab es dann die DDR nicht mehr und so weiter. Interessantes Material. Und ich erinnerte mich dann 20 Jahre später daran, dass das eigentlich ein irres Material ist, um nochmal auf unseren Spuren zu wandeln und die heute nochmal zu befragen, wie sie denn eigentlich ihre Flucht von heute aus wiedergeben würden. Und ich war natürlich der festen Überzeugung, dass da Kraut und Rüben erzählt wird, was mit den Interviewprotokollen von damals gar nichts zu tun hat. Und leider haben die sich alle verdammt gut erinnert. Ja, wirklicher Mist. Das Einzige, was tatsächlich sich verändert hat, aber das ist jetzt dann auch nicht so verwunderlich, ist die Interpretation der einzelnen Ereignisse und die Betrachterperspektive. Aber logisch, ja, die argumentieren natürlich aus einem ganz anderen biografischen Punkt heraus, aus einer ganz anderen gesellschaftlichen Position. Aber die faktischen Ereignisse wurden wahnsinnig gut erinnert, vermutlich übrigens deswegen, weil die natürlich emotional unglaublich bedeutsam gewesen sind und insofern tief markiert. Und weil sie auch nicht so weit herlagen. Spielt das eine Rolle? Spielt manchmal auch für verblassene Erinnerungen? Nein, sie konnten sich nach 20 Jahren noch so gut erinnern. Ja, aber 20 Jahre ist jetzt auch kein großer Zeitraum. Ja, aber... Ja? Also... Okay. Wir sehen uns in 20 Jahren wieder. Ja. Frau Flaßköhler. Ja, ich wollte auch da nochmal hin, wobei ich jetzt so ein bisschen den Diskurswechsel vom Strafgericht sozusagen eher wieder in die Psychologie oder in die Selbstbefragung oder auch die Fremdbefragung, aber da merkt man das ja eben auch, also dass wenn man, wenn jemand seine Erinnerungen erzählt, sagen wir jetzt mal einem Psychologen, einem Psychoanalytiker, der erzählt seine Erinnerungen, wie er es erlebt hat, wie er es erinnert, dann interessiert ja den anderen in dem Moment nicht so sehr, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht, sondern wie erzählt er es? Stimmt. Welche Worte wählt er? Wo kann er sich vielleicht auch gerade nicht mehr erinnern? Also es ist eigentlich viel mehr die Narration, die interessiert, als jetzt die Tatsache oder die Frage, hat sich das wirklich so zugetragen? Und ich finde, das ist wirklich nochmal so ein ganz wesentlicher Unterschied, eben auch nochmal anknüpfend an Frau Aßmann, also eben im Hinblick auf
den Wahrheitsgehalt unserer Erinnerung. Also im Grunde kann man sagen, darum geht es vielleicht in gewisser Weise auch gar nicht so sehr, sondern es geht darum, wie erinnern wir uns. Und trotzdem hat diese Barbara Loftus auch den schönen Satz geprägt, dass unser Gedächtnis jeden Tag neu geboren wird. Mhm. Um genau zu formulieren, dass wir offensichtlich zu den wildesten Erfindungen in der Lage sind, dass wir gerne überschreiben, dass wir gerne dazu erfinden, dass wir es aufpeppen, wann immer es uns nutzt und auch schützt für ein gegenwärtiges Leben. Herr Fried, würden Sie da nicken und würden sagen, das ist eigentlich ein zutreffender Gedanke? Ja, das ist, ich bin auch durchaus davon überzeugt, dass die Frau Loftus mit ihren Experimenten etwas nachgewiesen hat, was dem gegenwärtigen Leben ungeheuer nützlich ist. Es ging, Herr Welz hat ja darauf hingewiesen, es ging um Vergewaltigungsprozesse und zwar innerhalb der Familie. Innerhalb der Familie, dass eine Tochter vom Vater vergewaltigt worden sein soll. Und da konnte sie zeigen, dass das nicht stimmt, weil sie hier, und ich glaube, von ihr stammt auch der Begriff des Implantats, in die Seele, in das Bewusstsein. Und von daher scheinen mir solche Experimente durchaus berechtigt, wenn man sie nicht verabsolutiert. Nur, das, was Sie eben gesagt haben, das stört mich natürlich als Historiker. Und das stört mich vor allen Dingen auch dann, wenn wir rückschauen auf das, was die Präsidentin vorhin, Frau Sommer vorhin gesagt hat, mit dem 9. November. Denn wenn wir uns an den 9. November erinnern wollen, geht es nicht darum, wie ich mich persönlich dazu stelle, sondern es geht zunächst einmal auch um das, was geschehen ist. Und das muss man korrekt verifizieren. Und das geht nur über die Zeugen, die wir haben. Seien die jetzt schriftlicher Art oder mündlicher Art. Wobei die Mündlichkeit, also Frau Knobloch hat es in ihrer Weise erinnert, wenn ich an Ruth Klüger erinnere, die hat das völlig anders dargestellt, mit einem völlig anderen Unterton. Die war schließlich auch in Auschwitz-Birkenau. Und da sieht es ganz anders aus. Ne? Da gewinnt plötzlich diese eine Szene, die 15-Jährige wird da an die Scheidelinie gestellt und die Beamtin sagt zu ihr, Kind, sag, du bist 16. Nein, ich bin 15. Sag, du bist 16. 16. Und dann wird sie auf die lebensrettende Seite geschickt. Das ist eine ungeheuer ergreifende Situation. Und die lässt einem fast die ganze Dramatik, das ganze Leid, das ganze Entsetzen von Auschwitz vergessen. Ja, nee, sagen Sie mal erst. Ich meine, wir sind ja da an einem ungeheuer spannenden Punkt. Also der lag mir vorhin schon auf der Zunge, Frau Aßmann, als Sie Ihre Ausführungen gemacht haben, als Sie von dem richtigen Erinnern sprachen. Ja, das ist, finde ich, hochinteressant, weil sich damit die Frage stellt, was sind die Kriterien dafür, richtiges und falsches Erinnern voneinander zu unterscheiden. Also wenn wir sagen, Erinnerung ist gewissermaßen eine Selektion aus einer Selektion, insofern als dass das Gedächtnis ja schon hochselektiv ist, aus dem Erinnerung in einem zweiten Akt der Konstruktion selektiert wird, dann muss man sich doch fragen, was sind die Rahmenbedingungen, auch die kulturellen Rahmen der Gegenwart, die bestimmte Dinge mit Relevanz ausstatten und signifikant machen, sodass die dann als Erinnerung memoriert werden. Ne? Und dann wird das zu einem echten Problem, Kriterien zu finden, die es zulassen zwischen richtiger und falscher Erinnerung zu unterscheiden. Und wenn wir dann noch mit in Rechnung stellen, dass wir auch von unterschiedlichen Positionen aus in einer Gesellschaft uns erinnern, mit unterschiedlichen Biografien und so weiter, dann stellt sich das Problem nochmal in verschärftem Maße, diese Unterscheidung zwischen richtig und falsch. Geben wir die Frage gleich weiter. Frau Aßmann, was sind in Ihren Augen Kriterien dafür, um zu sagen, das wird in das kulturelle Gedächtnis aufgehoben und das ist richtiges Erinnern oder fehlerhaftes? Also, da wir ja nicht alle Historiker sind, wir haben ja auch hier ein paar Nicht-Historiker dabei, müssen wir uns tatsächlich diese nach der ständigen Wahrheit der Historiker diese Frage nicht immer zu stellen. Ich finde den Begriff des sozialen Rahmens sehr wichtig und das schließt dann das an, was Sie gesagt haben, allgemein, dass natürlich das, was wir wichtig oder nicht wichtig finden, das können wir nicht einfach selbst erfinden. So subjektiv sind wir gar nicht eingestellt. Wir erfahren von der Gruppe, in der wir uns befinden, was Highlights sind, was wichtige Ereignisse sind und wir gruppieren uns in diese Gruppe ein, schließen uns an dieses Gedächtnis ein. Auch nochmal zur Anfangsfrage zu kommen, ein einsamer Mensch, sagt Halbwachs, würde gar kein
Gedächtnis, keine Erinnerung ausbilden, denn wir brauchen eine ständige Interaktion mit anderen Menschen, aber auch mit anderen Medien. Also wir können das nicht alles aus uns. Erinnerung heißt ja irgendwas ganz Innerliches, das muss ständig veräußerlicht werden. Wir haben von Filmen gesprochen, wir können aber auch von Büchern, Zeitungen, Ritualen und all diesen Dingen sprechen. Das ist etwas, was immer schon gemeinschaftlich und gesellschaftlich, kulturell geformt passiert. Ist und passiert und auch praktiziert werden muss, wenn es denn längerfristig übermittelt werden muss, soll und wenn es an die weiteren Generationen noch erreicht, gerade an dieser Schwelle, von der Frau Knobloch sprach, zwischen der Zeitgenossenschaft, der Zeitgeschichte und der Geschichte. Ja, also wenn diese Generationenschwelle nach 3 Generationen kommt, wo das Gedächtnis, das zirkuliert und kommuniziert wird, praktisch noch synchron, dann an eine Bruchstelle kommt, über die etwas transportiert werden muss. Dann brauchen wir diese Medien. Und jetzt nochmal die Frage der Richtigkeit, die wird sehr oft dadurch, gerade weil wir die Realitätsprüfung der Historiker und die Quellen, nicht jeder hat sein Archiv, das er mit sich auf dem Rücken rumträgt und das er immer konsultieren kann. Das ist eine, sagen wir mal, untypische Grundsituation. Mir geht es auch nicht darum, die Hirnforschung mit ihren oder die psychologische False Memory Debatte grundsätzlich zu kritisieren. Die hat sehr, sehr viel Wichtiges erreicht. Das ist mir klar. Der Punkt ist nur, wir sollten das nicht verabsolutieren. Heute gibt es den Zustand, ich merke das täglich, wenn ich mit Leuten rede, die haben alle Elisabeth Loftus gelesen und wissen, unser Gedächtnis ist jeden Tag neu. Das ist der totale Humbug. Ja, das muss ich immer wieder sagen, so ist das nicht. Wir haben ganz viel in uns drin, wir haben vom Körpergedächtnis gehört, wir haben von den negativen und den emotional eingelagerten Dingen gehört und wir haben auch gehört, dass das, was von dem Blitzlicht sozusagen der Emotion getroffen wird, besonders hell erstrahlt und auch hängen bleibt und auch mal akkurat sein kann, wenn man hinterher nochmal nachfragt. Also ich will damit nur sagen, wir sollten etwas mehr auf unser Gedächtnis zählen und uns nicht alle sozusagen nur in diesem Misstrauen üben. Das kann auch eine Attitüde werden. Und ein bisschen was davon stehen lassen und dann wenden wir uns, Herr Welzer, aber nochmal der Frage zu einem großen historischen Ereignis, das hier in der Runde auch schon ein paar Mal benannt worden ist, nämlich dem Holocaust. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Und Opa war kein Nazi und wollten wissen, was und wie in deutschen Familien diese Erinnerung erzählt wird und waren granatenerstaunt, wie viele Widerstandskämpfer und Judenhelfer und Fluchthelfer es in Deutschland gab. Ja, und zwar deswegen, weil die Zahl der Widerstandskämpfer sich je nach Generation vermehrt hat. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir 2 unterschiedliche Formen von Gesprächen geführt haben. Wir haben Familien gehabt mit 3 Generationen, wo jeweils Einzelinterviews mit den Familienmitgliedern durchgeführt wurden und die Familie gemeinsam am Tisch darüber gesprochen hat, wie das denn eigentlich in der Nazizeit und mit Opa und Oma und Pipapo gewesen ist. Sodass man eigentlich ganz gut vergleichen konnte, was aus Geschichten wird, wenn sie ihren Weg durch die Generationen antreten. Und das Erstaunliche war, dass das tatsächlich funktioniert wie die stille Post. Das konnte man auch sehr schön auf der Ebene der Textpassagen zeigen, wie also einzelne Teile von Geschichten erhalten bleiben. Also Orte oder Dinge, die eine Rolle gespielt haben, aber dann wie so ein Kaleidoskop gedreht werden und eine andere Zusammenstellung kriegen, sodass die Enkelgeneration aus den zum Teil erstaunlich offenen und antisemitischen Erzählungen der Oma eben die widerständige alte Dame erfunden haben, zu der man gehört und so weiter. Und das war damals eigentlich sehr interessant, weil es nämlich genau eine vergleichbare Debatte gegeben hat, als das Buch veröffentlicht wurde, ja schon 10 Jahre her, die dann lief nach dem Motto, A, hat der Geschichtsunterricht versagt, B, haben die alle nichts gelernt, C, geht die Verdrängung jetzt weiter. Und die Interpretation, die ich hätte, wäre eine völlig andere. Und die ist nämlich im Kontext unserer Debatte interessant, nämlich was heißt identitätskonkreter Umgang mit Vergangenheit? Also was hat das mit mir zu tun? Und natürlich hat die Enkelgeneration die Aufgabe für sich selber, ein Verhältnis zu dieser Geschichte zu finden, weil sie ein Verhältnis zu dieser Gegenwart finden müssen. Klar. Da unsere Kultur und auch Erinnerungskultur, aber natürlich den Widerstandskämpfer als Idealtypus hat und nicht den Nazi,
ist es vollkommen naheliegend, dass die jungen Leute ihre Großeltern umdesignen, sodass sie diesem Bild entsprechen. Und das ist interessant, weil hier gewissermaßen die Anerkennung historischer Wahrheit die Grundlage bildet, nämlich zu sagen, das ist ein verbrecherisches System gewesen, da hat ein Vernichtungskrieg stattgefunden und sonst was. Dann gibt es das Problem, aber mein Opa war auch Soldat oder sonst irgendwie, hat sogar diese Storys erzählt in der Familie, aber ich muss mit dem leben und ich muss mit dieser Gegenwart leben. Also erfinden Sie ihn neu. Und das fand ich super. Ja, das ist damals sehr stark angegriffen worden, eben nach dem Motto, warum erinnern die sich nicht richtig? Übrigens interessanterweise ist das Buch jetzt gerade in Frankreich erschienen, da gibt es genau dieselbe Debatte, weil man die Vorstellung hat, und da sind wir ja, kreisen wir die ganze Zeit drum rum, dass es auch ein normativ richtiges Erinnern geben müsse, und dass das für alle Generationen gelten müsste. Gut, das diskutieren wir auch gleich nochmal in der Runde. Ist also diese Form des Erinnerns, wenn Sie so wollen, dann ein staatlich verordnetes? Na, ich sage jetzt trotzdem meinen Satz zu Ende. Gut. Weil das für unseren Zusammenhang sehr, sehr wichtig ist. Also gerade, weil wir ja über dieses historische Zentralereignis des 20. Jahrhunderts sprechen. Jede Generation hat eine andere Aufgabe ihrer Daseinsbewältigung. Die steht vor anderen Problemen. Deshalb muss sie notwendigerweise einen anderen Gebrauch von der Vergangenheit machen. Und das kann man nicht durch eine bestimmte Form von Moralität oder sowas einfach ignorieren. Okay, was für ein Satz. Und ich stelle trotzdem noch mal meine Frage. Besteht also in einer bestimmten Zeit aus Ihrer Sicht sogar eine Gefahr darin, diese Normen immer wieder so vor die Generationen hinzustellen und zu sagen, vergesst nie, und der wahre und aufrichtige und mutige Mensch war der Widerstandskämpfer oder der Resistanzkämpfer in Frankreich. Sehen Sie darin eine Gefahr, dass der Staat im Grunde genommen oder Bildungsinstitutionen, wie immer man dazu sagen will, eine äußere Form des Gedenkens vorgibt? Ich glaube, da muss man unterscheiden. Das hat von dem Selbstverständnis dieser Gesellschaft hat es eine sehr wichtige Funktion. Also zur Identität der Bundesrepublik, da gehört es schlicht und ergreifend dazu, dass es diese Form der Entwicklung einer Erinnerungskultur gegeben hat, in der das Zentralereignis Auschwitz sozusagen den Kristallisationspunkt macht. Das ist enorm wichtig, überhaupt nicht zu unterschätzen. Das ist aber etwas anderes, wenn man darauf guckt, welchen Gebrauch machen jetzt Menschen von der Vergangenheit individuell. Und da ist es natürlich dann ein Problem, kann man gut beschreiben. Es gibt viele Leute, Lehrer, auch in der Wissenschaft oder in Gedenkstätten, die von der Durchsetzungsgeschichte geprägt sind, dass man sagt, aber das muss auch thematisiert werden, weil es natürlich eine lange Phase der Nicht-Thematisierung gegeben hat. Und deshalb sagen wir, man muss sich erinnern, und dann gibt es diese ganzen Lehrformeln, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung und sonst was, ja, die dann immer vorgebetet werden. Und das wird jetzt adressiert an Menschen, die überhaupt niemals vergessen wollten. Also junge Menschen, die in diesem Land groß geworden sind, haben in aller Regel nicht das geringste Bedürfnis, die nationalsozialistischen Verbrechen zu vergessen. Zero. Dann ist aber ein Problem. Dann ist es ungefähr so, als würde ich jemandem, der nie in seinem Leben Alkohol trinkt, dauernd sagen, hör auf zu trinken. Ja, das psychologisch misst, weil das erzeugt Reaktanz, dann denkt man, ich kann mich nicht anders wehren, als wenn ich mal anfange zu trinken. So. Und deshalb ist dieses nie wieder und diese in dem Sinne versteinerte Ritualisierung. Eine Gefahr. Ja. So, und dann gab es trotzdem einen Grund, warum ich danach fragte, weil Sie nämlich einerseits von, und das fand ich auch eine gute Formulierung, von einer öffentlichen Benutzeroberfläche des Gedenkens gesprochen haben und auf der anderen Seite von Dateien, die mit eher überraschenden Inhalten darunter liegen. Und die Frage, bevor wir das in die Runde geben, wäre also, wie erinnert man sich privat an die Nazi-Zeit und wie erinnert man sich öffentlich oder offiziell? Naja, das war eben auch Teil dessen, was wir damals ganz gut beschreiben konnten, dass eben die private Erinnerung, sprich die Familienerinnerung, anders ausfällt als die öffentliche. Wenn man es jetzt mal ganz schematisch, man muss ja kurze Sätze, wenn man es ganz schematisch sagt, dann wäre im Zentrum der öffentlichen Erinnerungskultur
das Verbrechen und dementsprechend die Opfer auf der Seite der besetzten Länder, der Juden, aller anderen verfolgten Gruppen, während auf der Ebene der privaten Erinnerung das Leiden der eigenen Familienangehörigen, also der nicht-jüdischen Deutschen, im Zentrum steht. Mhm. Ja? Und dann ist aber wiederum ganz interessant zu gucken, wie in der Wiedergabe der jeweils jüngsten Generation dann genau diese Erzählungen miteinander verquickt werden, damit man eine Geschichte hat, mit der man leben kann. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, um den es geht. Damit wir damit leben können. Und dann sind wir wieder bei der Sicht der Familie und der Psychologisierung dessen, was da vielleicht auf dem Dachboden gefunden wird, Frau Flaßpöhler, und was die Legende, die sich innerhalb einer Familie forterzählt hat, dann gegebenenfalls zerstört. Wie gehen dann also Generationen damit um, wenn man plötzlich herausfindet, dass das alles nicht mehr stimmt, was man dachte, dass der Opa an Widerstand geleistet hat und die Omi an Resistance irgendwie auf den Weg gebracht hat? Wie reagieren Menschen darauf, wenn sie plötzlich feststellen, dass das, was kolportiert wurde in der Familie als Legende, nachweislich nicht stimmt? Das ist so eine allgemeine Frage. Ich glaube, da muss man immer auf den Einzelfall gucken, wie damit umgegangen wird. Also ich glaube, man kann sich gut Fälle vorstellen, wo der Dachboden ganz schnell wieder zugemacht wird und man kann sich vorstellen, dass der Dachboden mal richtig ordentlich aufgeräumt wird. Also ich glaube, das lässt sich so allgemein jetzt auch gar nicht beantworten. Was ich schon wirklich interessant finde, und das dachte ich jetzt eigentlich auch sei nochmal wirklich so ein aktueller Anlass, um jetzt diese Frage jetzt zu diskutieren, ist ja tatsächlich, dass das, was ja Sie beide das kommunikative Gedächtnis genannt haben, also Sie und Ihr Mann, Jan Assmann, in Bezug auf die Shoah eigentlich bald nicht mehr existent ist. Also dass einfach die... Dazu wollte ich gleich kommen. Ah. Wundervoll. Soll ich sagen? Ja, bitte. Also, fahren Sie einfach, ich meine, das können Sie natürlich viel besser als ich, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das kommunikative Gedächtnis ja eins, was sich eben oral fortsetzt. Also das, was meine Oma mir erzählt oder mein Opa mir erzählt, und dieses Gedächtnis wird es bald nicht mehr geben, weil diese Generation einfach ausstirbt. Und zwar ja nicht nur die sogenannte Tätergeneration, sondern eben auch die Opfergeneration. Und das stellt uns ja eben, was diese Erinnerungskultur angeht, vor ganz neue Herausforderungen, eben gerade auch, ja, was eben diese Erinnerungsform, diese allgemeinen Erinnerungsformen auch angeht. Also Sie haben ja gerade gefragt nach dem Unterschied auch nochmal zwischen Individualerinnerung und staatlicher, kollektiver Erinnerung. Und die Gefahr, die ich gerade bei der staatlichen Erinnerung sehe oder dieser allgemeinen, ist ja, dass es so eine Gleichförmigkeit gibt und eben diese Sätze nie wieder und es wiederholt sich und es wird monoton und alles, was monoton ist, ist eigentlich tot. Also man muss die Erinnerung lebendig halten, das ist ja immer so das Stichwort, aber wie hält man sie lebendig? Und da würde ich schon sagen, dass da wieder das reinkommt, was wir ja vorhin so ein bisschen diskreditiert haben, nämlich wirklich die Individualgeschichten wiederum. Also was eben einzelne Menschen erlebt haben. Und das, was, ich meine, das wird jetzt ja auch im großen Stile gemacht, also in Berlin im Holocaust, in der Holocaust-Gedenkstätte und im Mahnmal, dass einfach wirklich Zeitzeugengespräche archiviert werden. Und diese, also eigentlich genau das, was der Claude Lanzmann in diesem, ich glaube, 9-Stunden-Epos Shoah gemacht hat, wird jetzt wirklich ganz allumfänglich gemacht und ich glaube, dass das eine Weise ist, damit umzugehen. Gut, und damit sind wir bei der geografisch wieder rechten Seite. Herr Alkemeyer, Steven Spielberg wäre das nächste Stichwort. Es gibt auch in Deutschland ein gegründetes Gedächtnis der Nation, also der Versuch mittels Zeitzeugen ein einigermaßen präzises Bild dessen zu zeichnen, was in der Zeit des Holocaust geschehen ist. Wie sehr eignen sich in Ihren Augen diese Zeitzeugen und wie sehr können wir auf sie bauen? Ich meine, wir haben das ja breit diskutiert, wie fragil Erinnerungen von Zeitzeugen sind. Gleichwohl finde ich das ungeheuer wichtig unter dem Aspekt, den Harald Welzer schon benannt hat. Das ist auch eine Auseinandersetzung einer Gesellschaft mit sich selbst. Das dient der Selbstverständigung einer Gesellschaft. Und selbst wenn man auf Zeitzeugenberichte möglicherweise nicht bauen kann und zudem noch das Problem entsteht, dass das kommunikative Gedächtnis, dass das mit dem Sterben der letzten Zeitzeugen vorbei ist, würde ich sagen, es ist ungeheuer wichtig, die Zeitzeugenberichte zu archivieren und das auch als ein Reservoir, als ein Fundus zu haben, über den man weiter sprechen kann. Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch für unsere Zukunft, für unsere Verständigung über Vergangenheit, dass es Ankerpunkte gibt,
Quellen, auf die wir uns beziehen können, um uns zu verständigen. Herr Fried, wir haben es schon geahnt, auch damit haben Sie sich befasst. Die zwei Zeitzeugen, die aus dem unmittelbaren Umfeld von Adolf Hitler erzählten, waren seine Sekretärin, die Traudel Junge, und sein Telefonist. Wie verbrieft sind in Ihren Augen diese Quellen, die viel zitiert werden, Klammer auf, Klammer zu? Das sind natürlich ganz heikle Angelegenheiten, weil Traudel Junge hat 1947 vor amerikanischen Offizieren ihre Erinnerungen zu Protokoll gegeben oder zu Papier gegeben, und die sind dann erst wesentlich später gedruckt worden, kommentiert und so weiter. Und da ist es sehr interessant, sie hat geschrieben ohne schriftliche Basis. Sie konnte also nur aus ihrem reinen Gedächtnis zitieren, und da tauchen fantastische Fehlinformationen auf. Also sie heiratet im Juni, wunderbar, schön, wir heiraten alle, und dann sagt sie, und dann kam Stalingrad. Na, wir wissen alle, dass Stalingrad Januar, Februar war und nicht im Juni. Oder sie erzählt, wie sie großartig im Führersonderzug durch Deutschland rollt, und an keiner Stelle wird klar, wo das ist, wie das läuft. Sie fährt mit Hitler zur Begegnung mit Mussolini, und der Ort, den sie nennt, ist völlig falsch. Also das zeigt nur, dass hier selbst unmittelbar Beteiligte sich nicht korrekt erinnern können. Und bei Albert Speer geht es noch komplizierter, weil das ist eine Kombination aus Lüge, Verdrängung, Selbstschutz und Irrtum, Erinnerungsirrtum. Also, da kommt alles Gute zusammen. Bitte? Da kommt alles Gute zusammen, und er ist ja dann stilisiert worden auch, und zwar schon von den ersten ihn vernehmenden britischen Offizieren. Er war der gute Nazi. Er musste dennoch ins Gefängnis, aber er war der gute Nazi. Wenn man gewusst hätte, was er alles verdrängt hatte, dann wäre er auch am Galgen geendet in Nürnberg. Ja. Frau Aßmann, jetzt landet der Ball bei Ihnen. Zwei wichtige Fragen nehmen wir nochmal auf, nämlich die, dass eigentlich ja immer die Sorge geäußert wird, was passiert eigentlich mit unserem Erinnern und unserem Gedächtnis, wenn diese Zeitzeugen nicht mehr leben. Was passiert dann mit unserem Erinnern? Also zunächst mal hat man ja vorgesorgt, und es gibt zwei riesengroße Oral History Testimonies Archive, das Spielberg-Archiv und das Fortunoff-Archiv in Yale. Wenn man die zusammenzählt, kommt man auf ca. 70.000 solcher Augenzeugenberichte, die im Moment gerade, weil das ja alles noch mit Video angefangen hat, alle auf CD, jetzt DVD oder CD überspielt werden. Und das ist schon mal eine riesige Arbeit, die da im Begriff ist. Und was wir überhaupt noch nicht wissen, was wir eigentlich mit diesem ganzen Material machen. Es gibt ganz wenig künstlerische, pädagogische, historische Projekte, die sich überhaupt dieses Archiv vornehmen und überlegen, was machen wir damit. Also wenn wir immer nur sagen, jetzt ist es zu Ende mit den Zeitzeugen, ich finde es sehr wichtig, die haben ja ihr Zeugnis hinterlassen, und jetzt ist es eigentlich wirklich eine kulturelle Frage und Aufgabe, sich zu überlegen, wie das eingespeist wird in Kommunikation, also, und wie man daraus etwas herausholen kann. Das ist ein ganz wichtiges auch Forschungsprojekt, was im Moment ansteht, und ich sehe noch keine wirklich konkreten guten Ansätze dafür. Und der andere Punkt ist überhaupt zu fragen, wie, und da schließe ich nochmal an Harald Welzer an, die nächste Generation hat wieder ein anderes Projekt. Ja? Und sie hat ihr anderes Projekt auch unter ganz anderen medialen wiederum Bedingungen. Nicht? Die Frage ist, wie kann man dieses Erinnern verlängern über diese kommunikative Schwelle hinweg? Und da sind wir ebenfalls, da sind lauter Fragezeichen, die jetzt am Ende in diesem Ball bei mir landen, wenn wir in die Zukunft blicken, wie wir dieses Erinnern umgestalten, so dass auf der einen Seite die jungen Menschen eingebunden werden. Es gab zum 9. November schon mal den Versuch, das auch ins Internet zu projizieren. Da gab es Tweets zu diesem. Und das war so, dass Details, Informationen, Fakten aus der Zeit in Kleinstformat, Spoonfeeding auf einem Löffel
konsumierbar oder erfahrbar ins Internet gestellt wurden und dann auch kommentiert werden konnten. Und das ist sehr nachgefragt geworden. Also wir sind da auch an einer Schwelle, wenn wir von dieser ewigen Ritualisierung sprechen, wo im Moment ganz neue Verfahren ausprobiert werden. Oder der MDR, der die Völkerschlacht bei Leipzig als Gegenwarts-News-Programm abgezogen hat. All das sind im Moment Versuche, uns an diese wichtigen historischen Ereignisse unterschiedlicher Wichtigkeit wieder heranzuführen. Und dafür brauchen wir im Moment neue Werkzeuge und neue Formen. Aber vielleicht fragen wir genau dieses Wie nochmal in die Runde. Herr Welzer, was wäre in Ihren Augen also eine adäquate und auch zu dieser Generation, zu dieser jungen Generationen passende Formen des Erinnerns. Wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen, Henrik M. Broder, bekannt dafür gerne zu provozieren, hat auch jüngst ein Buch geschrieben mit genau diesem Titel Vergesst Auschwitz. Haben Sie eine Idee davon, was er ausdrücken wollte, worum es ihm ging? Nee, mir fehlt seit vielen Jahren die Idee, was Henrik Broder ausdrücken möchte. Das nervt einfach nur. Deshalb kann ich da jetzt konkret nichts dazu sagen, weil ich das Buch natürlich auch nicht gelesen habe. Aber sagen wir mal, ich würde direkt an Alaida Aßmann anschließen. Das ist sozusagen eine ganz wichtige Aufgabe, sich über Vermittlungsformen dessen, was wir ja auch für wichtig halten, als zugehörig zu der Geschichte dieses Landes und möglicherweise natürlich auch zu Europa und so weiter, welche Form das eigentlich finden kann. Und ich finde das schon sehr spannend, dass es eine ganze Reihe von Projekten gibt oder auch Ansätzen gibt, auch Schülerprojekten gibt, die versuchen, diese Geschichte auf eine andere Art und Weise in die Gegenwart reinzuholen. Andersrum gesagt, es ist wahrscheinlich viel interessanter und auch historisch adäquater, wenn man zum Beispiel versucht, über Ausgrenzung, die man in der Gegenwart natürlich manifest machen kann, in jeder Schule, in jeder Alltagssituation, einen historischen Bezug zu der Ausgrenzung im Alltag herzustellen. Das ist, ja, weil es an die Erfahrungswelten der Leute eben selber anknüpft, die heute jung sind. Oder das berühmte Bystander-Phänomen, dass man als Nicht-Betroffener zuguckt, was dort passiert. Das ist natürlich etwas, was heute permanent stattfindet und was zu der Erfahrungswelt von Jugendlichen gehört. Mhm. So etwas. Und umgekehrt glaube ich auch, und das finde ich in Diskussionen mit Jugendlichen immer total spannend, auch viel stärker darauf zu gucken, was sind denn eigentlich die politischen Schlussfolgerungen? Also sozusagen in die Vergangenheit hin projizieren und zu sagen, nie wieder, das ist ja billig. Ja, oder nachholenden Widerstand mit dieser Imagination, wir hätten aber anders gehandelt. Interessant sind natürlich, und das passiert relativ viel, im Rahmen beispielsweise europäischer Flüchtlingspolitik mal zu diskutieren, was es für historische Bezüge gibt, wie man eigentlich mit Asylbewerbern umgeht, wie man mit Menschen umgeht, die irgendwie in gefährliche Situationen kommen, etc. Das heißt, man kann ja diese ganzen Themen unmittelbar in die gegenwärtige Erfahrung holen. Ja? Aber dafür ist es wiederum auch notwendig, nicht vorher immer schon das komplette moralische Format mitzuliefern, ja? und zu definieren, was jetzt der richtige und der falsche Umgang mit diesen Themen damit ist. Damit ist nochmal ein Zitat: Das ritualisierte Gedenken verschafft keine Erleichterung. Es ist nicht mehr als eine leere Geste, eine Ablenkung von der Gegenwart oder noch Schlimmeres. So übrigens sagt Henrik M. Broder, und damit ist er, wenn ich das hässlicherweise sagen darf, gar nicht richtig weit weg von Ihnen. Vielleicht kommen wir... Also da muss ich eine Bemerkung dazu machen. Unbedingt. Henrik Broder zum Beispiel war ja hochnotpeinlich berührt, dass seine Schriften auftauchen in den riesigen Konvoluten und Aufzeichnungen des norwegischen Attentäters. Mhm. Ja? Also das kann ja nun kein Mensch, nicht mal Henrik Broder, irgendwas dafür, wo er zitiert wird oder wo semantische Ähnlichkeiten auftauchen. Das stimmt. Okay, dann haben wir jetzt da auch noch für eine Quellenreinheit der Extraklasse gesorgt und können uns vielleicht in Bezug auf den Holocaust noch mal nach den negativen Erinnerungen
Erinnerungen fragen oder besser gesagt nach der Form, bestimmte Dinge zu vergessen, sie zu verdrängen oder gar zu verzeihen. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen und auch das ist ja hochinteressant. Frau Aßmann, die erste Frage an Sie ist wahrscheinlich wieder die schwerste. Wir erinnern uns an den Holocaust und haben auf der anderen Seite verstanden, dass wir eigentlich gerne positive Erinnerungen aufbewahren. Wie gelingt es den Deutschen, den Holocaust in das eigene nationale Gedächtnis mit aufzunehmen? Wie schaffen wir das? Indem wir sagen, nie wieder? Ich meine, das war ja nun das deutsche Projekt nach dem Zweiten Weltkrieg und man muss sagen, es war nach dem Krieg auch ganz klar, dass Deutschland dieses sich dazu bekennen musste und damit identifiziert werden würde. Dass es es wirklich in sein Gedächtnis aufgenommen hat, das hat dann nochmal 4 Jahrzehnte gedauert. Und mit dieser historisch ganz neuartigen Form der Erinnerung, nämlich dass man sich seiner eigenen Verbrechen erinnert, dass man für die Verantwortung übernimmt als Nachfolgestaat, ist auch etwas historisch Neues in die Welt gekommen. Übrigens etwas historisch Neues, für das wir kein Alleinstellungsmerkmal mehr haben, denn das tun inzwischen ganz, ganz viele andere Nationen auch, die sich in der Folge der Wiederkehr dieser Holocaust-Erinnerung nach so vielen Jahrzehnten nach dem Krieg ebenfalls an ihre historischen Traumata erinnern bzw. an ihre Verbrechen. Und damit meine ich die Kolonialgeschichte, mit der jetzt ganz viele auch europäische Nationen zu tun haben, die Geschichte der Sklaverei, aber auch die Diktaturen beispielsweise in Südamerika. Ja. Oder auch indigener Völker Ausrottung indigener Völker in Australien. Überall ist das das Thema. Also alle haben jetzt, nicht alle, aber sehr viele haben damit zu tun. Und die Position ist jetzt zunehmend die, das nicht mehr zu vergessen. Und man glaubte wirklich bis in die 70er, 80er, 90er Jahre oder in die Gegenwart hinein, das würde sich von alleine irgendwie erledigen. Das weiß man, dass das nicht ist. Der Holocaust hat das sozusagen alles wieder, die Holocaust-Erinnerung, als ein Muster wieder reaktiviert. Und jetzt ist eigentlich die Situation die, dass es eine Form des Erinnerns gibt, eine neue Form, die gleichzeitig impliziert, dass man das auch überwindet. Und da kommen wir dann zu dem, verzeihen würde ich das hier nicht nennen, sondern es ist ein Weg, das hinter sich zu bringen, indem man es gemeinsam erinnert. Also indem die Verantwortlichen das Leiden ihrer Opfer in ihr Gedächtnis einbeziehen, können sie wieder zusammenfinden und zusammenleben. Das ist die Idee der Transition auch bei den Diktaturen. Also man muss sich dem stellen. Der Weg in die neue Zeit führt durch das Nadelöhr der Erinnerung, aber nicht eine auf ewig gestellte Erinnerung, wie die Holocaust-Erinnerung, nie wieder und für immer. Das dürft ihr nie vergessen, das ist nicht die Botschaft dabei, sondern wir müssen es erinnern, um darüber wegzukommen. Das ist die Antwort. Dann geben wir die Frage gleich weiter, Herr Fried. Wir erzählen und berichten von diesen Nazi-Gräueln, weil wir darauf hoffen, dass die Menschen aus dieser grausamen Geschichte lernen. Funktioniert das? Also wenn Sie mich als Historiker fragen, kann ich nur antworten, wir lernen nur aus der Geschichte, aus was denn sonst. Aber die Diskussion scheint mir auf zwei Ebenen zu laufen. Es gibt auf der einen Seite ein gleichsam staatlich gefasstes Erinnern, ein offizielles Erinnern. Auf der anderen Seite das Erinnern der jungen Leute real. Heute. Ich habe keine Umfragen gemacht. Vielleicht hat der Welt ein paar Umfragen gemacht in der Hinsicht. Aber meine Vermutung läuft darauf hinaus, dass die Mehrzahl der jungen Leute in Deutschland sich nicht an den Holocaust erinnert. Und wenn es keine staatliche Erinnerung gäbe, keine Fürsorge gleichsam für ein öffentliches Erinnern, in welcher Form auch immer, ob als Denkmal, ob als Veranstaltung, 9. November ist immer ein guter Termin dafür, ob als Film, was weiß ich, wie deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert oder so, spielt keine Rolle. Aber wenn es so etwas nicht gäbe, würde das sehr schnell sich auf eine ganz kleine Gruppe, nämlich die betroffenen Juden, konzentrieren. Und beschränken. Und beschränken. Herr Altemeier? Also ich greife das mal auf. Wir lernen immer aus der Geschichte, woraus sollen wir sonst lernen? Es ist allerdings unklar, was wir aus der Geschichte lernen. Alles. Wir lernen alles aus der Geschichte und wie wir das lernen. Ich meine, was ich schon interessant finde, und das schließt vielleicht ein wenig an das, was Harald Welzer gesagt hat. Mir scheint, dass
es wichtig ist, tatsächlich an gegenwärtige Erfahrungswirklichkeiten anzuschließen. Also nicht mit moralisch erhobenem Zeigefinger zu argumentieren. Diese Form der Aufklärung, moralisierende Aufklärung, hat sich immer schon als nicht besonders hilfreich erwiesen. Da ist nicht viel rausgekommen. Das provoziert mitunter das Gegenteil des Intendierten, sodass man sich tatsächlich überlegen muss, wie macht man das anders? An welche Erfahrungswirklichkeiten kann man anschließen? Es gab in den 80er Jahren mal ein paar Versuche, die ich nicht uninteressant fand. Die sind irgendwie schiefgegangen, aber das waren zumindest Versuche. Und da ging es weniger um den Holocaust, sondern um die Frage, wie ist die ästhetische Faszination des Faschismus zu erklären? Wie ist es zu erklären, dass der Nationalsozialismus, dass der Faschismus Menschen berührt hat, fasziniert hat, Emotionen geweckt hat? Und damit sind wir in gewisser Weise wieder bei dem Körperthema, mit dem wir angefangen haben. Also Assoziationen, Gedanken, Gefühle hervorgerufen hat, die Menschen eingebunden haben in den Faschismus und sie zu aktiven Trägern, zu Subjekten des Faschismus gemacht haben. Und da gab es Versuche, die ästhetische Faszination des Faschismus, etwa in der Ausstellung der Gesellschaft für neue bildende Kunst, zu dekonstruieren, also mit ästhetischen Versatzstücken zu arbeiten und erfahrbar zu machen, wie das gebaut ist, wie das zusammengesetzt ist. Die Formate haben nicht gestimmt, aber ich finde das nach wie vor bedenkenswerte Ansätze, über sinnliche Erfahrbarkeit auch an solche Fragen heranzukommen. Okay. Frau Fassbühler, was würden Sie anders machen in der Art und Weise, in der, was würden Sie anders machen in der Art und Weise, in der wir versuchen, den Holocaust unvergessen zu machen und aus ihm zu lernen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da irgendwas dran ändern würde. Also ich würde gerne noch mal anschließen an das, was jetzt auch schon in Ansätzen gesagt wurde, nämlich die neuen Generationen, die jetzt nachkommen und die einen ganz anderen Bezug einfach zu dieser Frage haben. Und da finde ich wirklich interessant eben auch noch mal die Schuldfrage. Also diese natürlich bin ich nicht schuld daran, was damals passiert ist, aber diese Schuld ist ja, wenn wir dann, und da sind wir auch wieder am Anfang, in gewisser Weise durchaus inkorporiert, eingekörpert, einfach dadurch, dass ich auch Deutsche bin. Also davon, ich kann mich sozusagen gar nicht komplett von dieser Schuld loslösen, auch wenn ich nichts begangen habe. Aber natürlich verändert sich diese inkorporierte Schuld auch über die Generationen. Also wenn ich jetzt irgendwie meine Tochter angucke, die 5 ist, da sehe ich irgendwie keine Schuld mehr. So. Aber natürlich wird sie über mich möglicherweise auch irgendetwas mitbekommen. Wie subtil auch immer. Ja, und wie löst man das sprachlich? Man sagt heute, wir haben keine Schuld in dem Sinne, aber wir haben Verantwortung für das, was geschehen ist. Das ist natürlich immer das, was dann kommt, genau. Wir haben Verantwortung, wir haben die Pflicht, uns zu erinnern. Das ist dann ja immer so das, was sehr schnell kommt. Aber ich finde, das Ganze ist eben schon noch mal ein bisschen komplizierter. Und mich interessiert tatsächlich, wenn man es mal so nennen will, diese Erbschuld, jetzt gar nicht nur in Bezug auf den Holocaust, sondern jetzt in Bezug auf dieses Verzeihen-Thema generell. Also, weil ja Verzeihen tatsächlich meint, dem Wort nach Verzicht auf Vergeltung. Also man verzichtet tatsächlich auf eine Wiedergutmachung. Genau, also man kann sagen, das ist so der Schuldenschnitt im moralischen Sinne. Und mich interessiert, unter welchen Voraussetzungen das möglich ist, ob es überhaupt möglich ist. Und um noch mal jetzt von da aus noch einen kleinen Bogen zurückzuschlagen zur Shoah. Interessant ist, dass die großen Philosophen des Verzeihens alle Juden waren. Also Jacques Derrida, Wladimir Jankelevich, Hannah Arendt, die haben alle über das Verzeihen nachgedacht und zwar alle mehr oder weniger explizit in Bezug auf den Holocaust. Und das ist eben interessant, weil man natürlich sagen würde, der Holocaust ist selbstverständlich nicht verzeihbar, natürlich nicht. Und dann sagt aber, und damit höre ich jetzt auch auf, Derrida diesen sehr schönen und sehr bedenkenswerten Satz, nur das Unverzeihbare ruft nach Verzeihung. Also das, was sowieso verziehen werden kann, was eine Lappalie ist, wenn ich Ihnen jetzt auf den Fuß trete, dann ist das wirklich nur noch ein Satz. Ja? Aber das Unverzeihbare ist das, was nach Verzeihung ruft. Und da ist diese Aporie im Verzeihen, die ist spannend. Gut, und dann wäre trotzdem, Sie sollen überhaupt nicht aufhören, weil jetzt sind wir ja auch an einem Punkt, der uns umso mehr interessiert, wie man da auf eine emotional kluge und auch irgendwie mental kluge Art und Weise umgeht. Können denn trotzdem symbolische Akte des Entschuldigens und des um Verzeihung Bittens dabei helfen? Naja, ich glaube, das wurde jetzt ja auch schon gesagt. Also ich denke schon, dass natürlich einfach
eben, dass neue Generationen heranwachsen, die auf eine ganz andere Art und Weise viel unbefangener miteinander umgehen. Also, und das wird ja in den unterschiedlichen Konflikten auch tatsächlich, da wird ja das Potenzial auch drin gesehen, also Israelis und Palästinenser, dass einfach die junge Generation deutlich zeigt, wir setzen diese Schuld nicht ständig weiter fort, sondern wir machen da jetzt einen Schnitt und wir führen eine ganz andere Kultur ein von Miteinander. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Weg ist, ohne dass man damit natürlich wieder sozusagen den Deckel drauf macht. Aber eben zu zeigen, es beginnt eine neue Zeit. Und vielleicht ist auch das nur eine Floskel, Herr Welzer. Man spricht bei den Amerikanern eben beispielsweise von einem Trauma, das sie in Vietnam erlitten haben. Kann man denn eine ganze Nation auch von einem Trauma befreien? Kann man das wegtherapieren? Nee. Nein, wie sollte das gehen? Es gibt ja keinen Therapeuten für Gesellschaften. Das ist eben auch vielleicht der Unterschied zu der individuellen Ebene, wo man Menschen mit einer Geschichte ausstatten kann, mit der sie leben können. Gesellschaften müssen das selber tun. Ja? Und das tun sie natürlich auf sehr schwierige, teilweise verspannte, teilweise ideologische oder auch gelingende Art und Weise. Jedenfalls, wenn man darüber spricht, worum willen soll denn das Ganze eigentlich geschehen? Vielleicht ist das ja auch noch ein Aspekt, der bei den ganzen Bemühungen, über die wir hier diskutieren, auch häufig außer Acht gelassen wird. Das Erinnern ist ja kein Selbstzweck. Ja, sondern es geht ja letztlich, wenn es um so eine Gesellschaft wie die deutsche geht, geht es ja darum, ein stabiles Fundament eines substanziellen, demokratischen, freiheitlichen und liberalen Verständnisses zu verankern in den Menschen. Und auch vor diesem Hintergrund stellen sich natürlich die ganzen Fragen, ist die Ritualisierung eigentlich sinnvoll, ist die Moralisierung sinnvoll? Also das scheint immer so selbstverständlich zu sein, dass man sich unbedingt erinnern muss. Aber die entscheidende Frage ist, warum muss man sich denn eigentlich daran erinnern? Oder präziser gesagt, wieso entscheidet sich diese Gesellschaft dafür, diese Erinnerung für wichtig zu halten? Das ist meines Erachtens nach der zentrale Aspekt bei dem Ganzen. Aber ich wollte eben bei diesen Themen, sind mir zwei Geschichten in den Sinn gekommen, die für diese Frage des Umgangs mit Erinnerung und der lebendig, vielleicht muss man auch über den Begriff der Verlebendigung von diesen historischen Sachverhalten sprechen, wenn wir es mit anderen Generationen zu tun hatten. Ich habe ein wunderbares Gespräch mit einem jungen Taxifahrer gehabt, bei dem man sagen würde, mit diesem völlig hirnrissigen Ausdruck mit Migrationshintergrund, also der kam aus einer Familie, die aus der Türkei kam, und der erzählte mir, er habe etwas nach Amsterdam liefern müssen und sei dort von jemandem als blöder Deutscher irgendwie angegriffen worden. Und erzählt es total empört und guckt mich an und sagt, was haben wir denn, Alter, was haben wir denn damit zu tun, was unsere Vorfahren gemacht haben? Und das finde ich super. Toll. Weil das genau diese Frage der Universalisierung eines Geschichtsbezuges tatsächlich aufnimmt, eine totale Nicht-Identifikation mit dem, was da gewesen ist, keine Faszination, sondern das Gegenteil davon, und sozusagen das sich ständig Befinden in diesen Erinnerungskonflikten. Mhm. Solche Sachen finde ich total produktiv. Ja. Ihr Institut hat den schönen Namen Futur 2 und spielt ein bisschen mit der Vergangenheit und dem Nachdenken über die Zukunft. Die Leitfrage für den Menschen, wenn man das übersetzen wollte, hieße so ungefähr, wer will ich gewesen sein? Also eine abgeschlossene Zukunft. Versteckt sich hinter diesem Namen Ihres Institutes, Herr Welzer, auch so ein bisschen die Sorge, dass uns die Vergangenheit immer noch überwölben könnte, dass wir bei aller Vergangenheitsbewältigung zu wenig über die Zukunft nachdenken? Ja, ja. Also das hat leider Aßmann zu Anfang ja auch schon angesprochen, dass es wir in einer historischen Phase in den westlichen Gesellschaften, zumindest in den reichen Gesellschaften, uns gerade befinden, wo Zukunft was ganz Merkwürdiges, Unklares und sonst was ist. Während die unmittelbare Nachkriegszeit wiederum in den westlichen Gesellschaften total davon geprägt war, von Fortschrittshoffnung, technischen Utopien und so weiter. Und jetzt ist es weg. Also es gibt Umfragen, wo die Bundesbürger gefragt werden, ob ihre Kinder es mal besser haben werden als sie.
also der Klassiker, ja, wo man also früher gesagt hätte, aber selbstverständlich, deshalb arbeiten wir doch oder sonst was, hat man je nach Institut, das die Umfrage macht, bis zu 80% der Befragten, die sagen, nee, das wird so nicht sein, vermutlich eher schlechter. Und das ist natürlich, egal wie realistisch das ist, ist natürlich ein verheerender Befund, wenn man darüber nachdenkt, welche Zukunftshoffnung oder welchen Umgang, welchen Stellenwert Zukunft überhaupt hat. Und Futur 2 haben wir diese Stiftung genannt, weil ich ja dieses menschliche Vermögen, und das ist in der Tat ein Vermögen, was nur Menschen haben, sich in eine Zukunft hinein zu entwerfen und von diesem fiktiven Zukunftspunkt aus den Weg zu rekonstruieren, wie man dahin gekommen ist. Das ist ja fantastisch. Das heißt, wir leben ja nicht nur in einer realen Welt, sondern wir leben auch in entworfenen Welten. Mhm. Und diese Zielen und Träumen. Ja, und diese Entwürfe geben uns aber extrem gute Hinweise darauf, welche Richtung man einschlagen kann. Mhm. Ja, und das finde ich beim Futur 2 einfach grandios. Okay. Herr Fried, eine fast brachiale, banale Frage an einen Historiker. Ist für Sie vorstellbar, dass wir fast ein zu viel an Vergangenheit haben und dass wir uns mehr der Zukunft zuwenden müssten? Also ich hätte jetzt Herrn Welzer gefragt, das läuft vielleicht ein bisschen in die gleiche Richtung. Was weiß er denn von der Zukunft? Ja, nicht. Nicht. Und alle Projektionen von Zukunft sind verlängerte Projektionen aus der Vergangenheit. Und zwar verdammterweise linear. Die Vergangenheit hat viele Kurven hinter uns. Unser ganzes Leben, unsere ganze Biografie, unsere kulturelle Entwicklung ist voller Kurven und Widersprüche. Und was wir tun können, ist nur das letzte Stückchen Weg linear in die Zukunft zu verlängern. Und sagen, das ist dann Projektion der Zukunft. So wollen wir, so glauben wir, dass die Zukunft und so weiter. Ja, das geht nicht. Muss ich ja total widersprechen. Wir gehen rückwärts in die Zukunft. Naja, aber vielleicht nur ganz kurz. Das ist ja empirisch überhaupt nicht zutreffend, weil das allermeiste von dem, was wir tun als Menschen im Alltag, aber natürlich auch als Beantrager von Forschungsprojekten, das würde man ja nicht tun, wenn man nicht über die Zukunft nachdenkt, wo man die halbe Mille kriegt dafür, dieses Projekt zu machen, ist ja alles Mögliche, was wir tun, entworfen in die Zukunft hinein. Man kann genau die gegenteilige Position hier sozusagen, damit wir die letzten 5 Minuten noch eine Kontroverse haben, entwerfen und sagen, dass der Gebrauch der jeweiligen Vergangenheit, also auch ihrer Disziplin, was die für Konstruktionen von Geschichten macht, davon abhängig ist, welche Zukunft sie sich imaginieren. Das Verhältnis kann ganz genau umgekehrt sein. Wir haben uns nur angewöhnt, irgendwie die Vergangenheit als die eigentliche ursächliche Quelle zu halten. Ja, da schütteln Sie den Kopf. Ich weiß, alle dass Sie Parameter da auch gar nicht für die Zukunft, können. Die Sie haben, kommen aus der Vergangenheit. Wenn Sie einen Forschungsplan entwickeln, baut der auf dem Forschungsstand von heute und von gestern und versucht, den weiterzuentwickeln aufgrund der Kriterien, die Sie bisher erarbeitet haben. Nicht aufgrund von zukünftigen jede Kriterien. Jede Lebensversicherung, jeder Immobilienkauf, jede Überlegung, in welche Schule geht mein Kind, alles ist und auf Lebensversicherung. Sicherung, das ist Statistik. Bitte? Das ist Statistik, das ist eine längst etablierte Menschen leben Disziplin. Doch keine Statistiken. Frau Lebensversicherung Eismann, aber. Haben wir zu ja, viel, die, aber nicht die, ihre Kunden. Haben wir ein zu viel eine an Geschichte? Vermittlung in diese Polarisierung reinbringen und sagen, dass die eine Position, die andere unbedingt aufeinander aufbauen müssen. Also die Vermittlung in die Zukunft hineingeht immer nur über die Vergangenheit. Wenn wir etwas gelernt haben über das ganze Thema Gedächtnis, Gedenken und Erinnern, hat das eben damit zu tun, dass wir bis in die 70er Jahre, ich wiederhole es nochmal, in einer Welt gelebt haben, in der Zukunft und Vergangenheit vollkommen durch einen Bruch voneinander getrennt waren. Koselleck nannte das Zukunft Erwartungshorizont und die Vergangenheit war der Erfahrungsraum. Und beides hatte nichts miteinander zu tun. Das war ein Bruch und man konnte das eine hinter sich lassen, um in das andere hineinzugehen. Seit wir dieses neue Erinnerungsparadigma haben, hängen wir nicht fixiert an dieser Vergangenheit, sondern versuchen, mithilfe dieser Vergangenheit eine neue Zukunft zu entwerfen. Was ist denn da politisch oder vom Lernprozess her, bei herausgekommen? Eine ganz neue
Anwendung und Implementierung des ganzen Menschenrechtsparadigmas. Das kommt alles aus dieser Erinnerung heraus. Und wenn ich von diesen Sklaverei und anderen Verbrechen der Geschichte, Kolonialgeschichte spreche, hat das alles damit zu tun, dass wir inzwischen ein anderes historisches Bewusstsein haben und wissen, das machen wir anders in der Zukunft. Also es ist ein unmittelbarer Zusammenhang da und genau das ist das, was durch das Wort Gedächtnis und Erinnern uns bewusst geworden ist, dass wir diese beiden Bereiche wieder in eine Schleife bringen. Da protestiert wieder der Soziologe. Nee, an der Stelle würde ich jetzt so, da würde ich ja weitgehend mitgehen. Die Frage ist halt nur, also weil die starke Behauptung von Herrn Fried war ja, was weiß man denn von der Zukunft? Nichts weiß man von der Zukunft. Das ist ja Blödsinn. Also wir werden, glaube ich, ziemlich sicher sagen können, dass wir in ein paar Minuten diese Diskussion beenden. Ich werde sagen können, dass ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit morgen wieder nach Berlin fahren kann. Ich kann sogar sagen, falls mich nicht der Blitz trifft oder irgendwas anderes fürchterliches, was dann und dann passieren wird. Was ich damit sagen will, ist, dass alles das, was wir alltagspraktisch tun, das bezieht aber alle Orientierungen auf die Welt mit ein, davon abhängig sind, dass wir davon ausgehen, dass es eine ganz gut beschreibbare Zukunft gibt. Das im Gegenteil, da müsste ich jetzt noch was zitieren. Das mache ich mal zum Schluss, ich habe noch einen guten Schlusssatz. Wir sind beim Schluss. Wir sind beim Schluss. Ach, wir sind beim Schluss. Es gibt in dem Roman Die Straße von Cormac McCarthy, das ist dieser Roman, wo in einer zerstörten Welt ein Vater mit seinem Sohn versucht, zum Meer zu kommen. Man weiß nicht, warum die Welt zerstört ist, man weiß nur, es ist ein vollkommen leerer, dreckiger, zerstörter Zustand in jeglicher Hinsicht. Und da gibt es eine Szene, wo der Vater in ein Haus kommt, wo es eine Bibliothek gibt. Und er blättert gedankenverloren durch so ein Buch und sagt dann, ist jetzt nicht wörtlich, sondern sinngemäß zitiert, dass es ihn verwunderte, dass jeder Gegenstand seinen Wert nur unter der Voraussetzung hat, dass es eine künftige Welt gibt. Ja? Und das ist natürlich eigentlich die Formulierung dessen, dass alles das, was wir tun, exakt von dieser Voraussetzung ausgeht und man diese künftige Welt mehr oder minder weit natürlich antizipieren kann. Das ist für Historiker echt erschütternd, aber unsere... Also Entschuldigung, das ist überhaupt nicht erschütternd, sondern falsch. Denn alles, was Sie eben gesagt haben, zum Beispiel, dass wir jetzt gleich aufhören werden, das haben Sie vorher schon von Frau Illner gehört. Und das ist nichts weiter als die Vergangenheit in die Zukunft. Stimmt, ist ein historischer Fakt. Und trotzdem nochmal die Frage inhaltlich aufgenommen, Herr Fried. Wir werden Klimaveränderungen haben, wir werden um Wasser in der Welt kämpfen, wir werden mit Überbevölkerung zu tun haben, all dieses. Sind das nicht die klassischen Probleme der Zukunft, wo nicht immer ein Rückgriff auf die Geschichte und auf die Vergangenheit wirklich lohnt? Ich habe ja nicht gesagt, dass wir auf die Geschichte zurückgreifen sollen, sondern dass unser Wissen aus der Geschichte kommt. Die Projektion, das, wie wir die Zukunft gestalten wollen, sind die Dimensionen der Vergangenheit. Selbstverständlich sehe ich das auch. Wenn keine Eingriffe in die Bevölkerungsvermehrung kommt, werden wir entsprechende Notlagen bekommen. Wenn keine Klimaveränderung kommt, werden wir möglicherweise, das ist ja gegenwärtig gerade umstritten, wie das mit dem Klima sich entwickelt, werden wir entsprechende Probleme kriegen. Ja, das ist ganz klar, das sind aber alles Verlängerungen aufgrund der Erfahrung, die wir haben. Wir haben ja Statistiken und wir haben also, als Historiker schaut man ganz fasziniert auf die Grönland-Eisbohrungen, weil da haben sie 3000 Jahre Weltgeschichte, die sie genau Jahr für Jahr untersuchen können. Was ist denn da geschehen? Da sehen sie tolle Klimaveränderungen in 3000 Jahren, von den Eiszeiten, die noch ein bisschen weiter zurückliegen, mal ganz zu schweigen, die sie aber auch feststellen können durch geologische Forschung und so weiter. Also wir können schon eine ganze Reihe an Vergangenheit in die Zukunft hineindenken und verlängern. Und tun das auch. Ja, und orientieren uns danach. Aber wir dürfen nicht einfach sagen, wir können die Zukunft nach unserem Gutdünken, nach unseren
eigenen, also ein wunderbares Beispiel habe ich gerade in einem der letzten, ich sage es nicht welches Magazin, aber da war ein Interview mit dem noch Bundesfinanzminister und er sagt, ja, ich habe in meinem Ministerium 400 Analysten, die berichten mir täglich, was ich tun soll. Das sind tolle Wissenschaftler, ganz großartige Wissenschaftler. Aber das Maß der Politik ist ein ganz anderes. Und dann habe ich mich gefragt, nach welchem Maß entscheidet er jetzt eigentlich? Und meine Antwort war, aus seinem Bauch. Ja. Ja, aus oder seinem ein Bauch. Merkel, würde man Herrn Schäuble zutun, ja? Ein Merkel. Was haben Sie gesagt? Wobei ich mich frage, ob sich unsere Gegenwart nicht auch dadurch kennzeichnet, dass es uns zunehmend schwerer fällt, an die Projektion, die wir entwickeln, und da würde ich Ihnen recht geben, auf der Grundlage historischen Wissens, zu glauben. Wir können weniger gewiss sein. Wir sind gebrannte Kinder. Ja, wir sind gebrannte Kinder. Ja. Und also insofern hat das Kontingenzbewusstsein enorm zugenommen. Und ich würde denken, dass das, was Frau Aßmann vorhin gesagt hat, nämlich dass diese Gedenkkultur, die Entwicklung der Gedenkkultur auch damit zu tun hat. Mhm. Also dass unser Kontingenzbewusstsein enorm gewachsen ist und die Projektion eben wenig Verlässlichkeit für uns haben. Und noch ein Gedanke in die Zukunft, nämlich der auf das Internet und auf jede mediale Möglichkeit, die jetzt durch die Googlisierung unseres Lebens ausgebrochen ist. Das, auch dieses Stichwort ist schon gefallen und trotzdem ist es eine interessante Frage, sowohl an die Soziologen und Psychologen als auch an die Historiker. Wenn Google und die NSA nicht vergessen, aber wir eigentlich ganz gut beraten sind, manchmal zu vergessen, welchen Quellenschutz haben wir dann in der Zukunft mit diesem perfektionierten Netz, das es gibt, auch diesem Gedächtnisnetz, das es geben wird? Macht es die Dinge einfacher oder macht es sie komplizierter? Also ich war mal vor ein paar Jahren auf einer Tagung von visuellen Archivaren, ja, die sich darüber Gedanken machen, welches Bildinventar bewahrt man eigentlich auf. Und die sind natürlich alle völlig fertig, weil da taucht ja die ganze Frage auf mit diesen ständigen Handyfotos und sonst was. Was ist davon eigentlich ein kulturell wichtiges Dokument, was nicht, wo ist die Auswahl? Und das ist natürlich durch die Potenzierung des Gedächtnisspeichers durch das Internet eine ganz neue Fragestellung. Ich finde, die ist auch in vielerlei Hinsicht politisch sehr, sehr beitragend, diese Fragestellung, weil es schwer vorstellbar ist, dass man eine Kultur hat, in der nichts mehr vergessen wird, in der überhaupt nichts mehr vergessen wird. Und das wird ja auch hinsichtlich der, sagen wir mal, der Skandalisierungsstrategien unglaublich gut, weil man irgendeinen Satz, den jemand vor 30 Jahren gesagt hat, ihm in einer beliebigen Situation vorhalten kann, völlig kontextfrei und sonst was. Und ich finde das wirklich beängstigend in vielerlei Hinsicht. Darf ich noch einen Satz sagen? Auch noch beängstigend, insbesondere deswegen, nämlich weil der Satz zu dem Thema zurückführt, wenn wir über diese Vergangenheit nachdenken, in der Verfolgung nicht total stattgefunden hat, sondern immerhin solche Lücken gehabt hat, dass ein paar tausend Leute in Berlin noch bis 1945 überleben konnten, weil es Menschen gab, die sie verstecken konnten. So etwas wäre heute nicht mehr möglich. Und über solche Konsequenzen muss man sich echt mal Gedanken machen, weil die totale Verfügung über Menschen ist etwas, was wir mit unserem Staatsverständnis, mit unserem Selbstbild überhaupt nicht in Einklang bringen können, was aber gegenwärtig stattfindet. Frau Flaßpöhler, ja. Fluch oder Segen? Kann man so einfach nicht sagen, natürlich nicht. Aber, am besten, Sie stellen sich die Frage selbst. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass das Internet und diese Speichermöglichkeiten, die wir da haben, einfach unser Denken und vor allem auch unser Erinnern natürlich grundlegend verändern wird, das glaube ich schon. Also ich meine, Platon hat ja schon geschrieben, dass die Schrift dafür sorgen wird, also die Schrift als Datenspeicherungsmedium, dafür sorgen wird, dass das subjektive Erinnern zurückgeht oder dass die Gedächtnisleistung zurückgeht, weil halt die Schrift ja schon alles speichert und dann muss ich es ja nicht mehr tun. Und wenn wir uns überlegen, wo wir heute sind, also was wir alles speichern können, dann ist natürlich, und da wäre man jetzt beim Fluch natürlich, dann ist schon die Frage, wie sehr trainieren wir sozusagen auch noch unser Gedächtnis. Und das gerade vor zwei Tagen saßen wir irgendwie mit Freunden zusammen und haben Wein getrunken und geredet und plötzlich fiel wem irgendwie der Name nicht ein und dann war sofort der Griff, ja, und dann haben wir aber gesagt, nee, das machen wir jetzt mal nicht, und das war großartig, weil worum man sich ja auch bringt, sind so diese Momente so,
Ich hab's, also dieses Glücksmoment, dass man es hat, oder vielleicht hat man es auch nicht und dann entspinnt sich aber was ganz anderes daran. So. Und diese, also das glaube ich, das ist schon etwas, was auch verloren geht. Aber ich will da wir auch. Wir nehmen uns die Heureka-Momente und wir haben keine Möglichkeit mehr wirklich zu vergessen. Naja, und was noch vielleicht auch ganz interessant ist, das sind ja diese ganzen Navigationsgeräte beim Autofahren und so. Also ich meine, das lernt man ja auch, wenn man sich mit Gedächtnis beschäftigt, dass der Ort. Dass die Bewegung im Raum und das sich erinnern in einer sehr intimen Verbindung stehen. Das wäre jetzt, glaube ich, so ein bisschen zu kompliziert. Aber jedenfalls kann man, wenn man geht, sich sozusagen, so hat Cicero ausgeführt, sich bestimmte Punkte seiner Rede besser merken, wenn man sie mit Orten verknüpft. Und so, das ist so die Kunst der Rede. Und in dem Moment, wo sozusagen uns Geräte abnehmen, uns im Raum zu orientieren, geht das natürlich auch einfach grandios zurück. Da kann man jetzt sogar neurowissenschaftlich sagen, da leidet der Hypothalamus auch drunter, weil nämlich tatsächlich bei Leuten, es gibt eine Prophylaxe gegen Alzheimer und das ist Bewegung, weil man dadurch bestimmte Hirnregionen stärkt. Anregt und stärkt. Genau, also kein Navigationsgerät im Auto und vor allem auch kein Auto. Man muss das aber gegen die Ehekrisen aufrechnen, die es nicht mehr gibt, seit es Navigationsgeräte gibt. Ja, stimmt, man streitet sich weniger, das ist wahr. Dichten und denken Sie auch in der Bewegung, Frau Aßmann, das müssen Sie uns ganz schnell noch verraten. Also Goethe, wissen wir, war stets und ständig auf der Wanderung. Können Sie besser denken, wenn Sie sich bewegen? Ich möchte gerne zu dem Thema unbedingt was sagen, was hätte ich Sie auch noch gefragt wurde. Und zwar können wir das ganz gut verbinden mit der Unterscheidung, die am Anfang stand zwischen Gedächtnis und Erinnern. Im Grunde können wir sagen, wir haben ein immer größeres und immer verfügbares Gedächtnis, aber wir erinnern immer weniger. Schon unsere Telefonnummern können wir outsourcen in unser Handy. Wir brauchen das alles nicht mehr zu wissen, also auswendig lernen schon gar nicht. Und das Neue, wirklich historisch Neue, was mit dieser Situation verbunden ist, ist, dass während früher es so war, Erinnern hat angestrengt, musste man Mühe aufwenden und sich konzentrieren und Aufmerksamkeit haben. Vergessen tat sich von allein, vollzog sich von alleine. Das war sozusagen der Default-Modus. Das hat sich jetzt umgedreht. Vergessen ist jetzt inzwischen aufwendig geworden. Erinnern ist fast der Default-Modus. Man kann so viel speichern, es geht ja so viel schneller und die Speicherkapazität verdoppelt sich jährlich. Also der mühsame Weg ist jetzt das Vergessen, genau das, was vorher das Erinnern war. Wir wissen, dass es im Internet ganz viele Ruinen gibt, die gehören da eigentlich nicht mehr rein und das ist irgendwie stehen geblieben und verlottert, aber es wird nicht wirklich 90% der Menschen wünschen sich, dass man löschen kann im Internet. Ja, genau, und das ist viel schwieriger. Wir wissen es ja auch mit unseren E-Mails, wenn wir die versuchen irgendwie zu reduzieren, sind wir wochenlang beschäftigt. Also das Vergessen ist inzwischen eine richtige Aufgabe geworden und es hat sich dieses Grundverhältnis für uns umgestellt und damit haben wir andere Probleme. Ja, und wenn Sie sich das Ganze als Historiker nochmal anschauen, Herr Fried, oder Sie beide es sich nochmal anschauen, müssen wir dann jetzt immer mehr sagen, dass 98% der Dinge, die eigentlich gespeichert werden und als vermeintliche Informationen aufbewahrt werden, dass die eigentlich weg können? Also ist sozusagen der Bedarf des Auswählens noch viel mehr gestiegen, um die Zumüllung zu verhindern? Meine Antwort sähe ein bisschen anders aus, nicht ganz präzise auf Ihre Frage, sondern auf das Stichwort, das Herr Welzer vorhin gegeben hat. Wenn ich zum Beispiel ins Internet das Stichwort Aleida Aßmann eingebe, dann habe ich in 20 Sekunden 3.485.783 Meldungen. Das heißt, jetzt habe ich sie alle. Das heißt, nichts. Gar nichts. Alles heißt nichts. Ich kann damit gar nicht umgehen. Ich muss also viel präziser abfragen. Ich muss ein ganz bestimmtes Stichwort geben. Aleida Aßmann zum Gedächtnis, Aleida Aßmann zum kulturellen Gedächtnis, Aleida Aßmann zu ihrem Ehemann Jan Aßmann, der ja auch bedeutend ist. Der übrigens früher mal sein Nachhilfelehrer war. Yes. Es wird auch noch ein rührender Abend. Er hat mir Nachhilfeunterricht im Latein gegeben und ich bin dennoch sitzen geblieben. Ja. Okay, also dann stelle ich die Frage nochmal anders. Wer wird zukünftig dieser Pathfinder in diesem Tsunami an sinnlosen Informationen sein? Wer ist das, der dann auswählt und dafür sorgt, dass wir das Wertvolle behalten? Möglicherweise muss es neue Spezialisten geben. Das weiß ich, ich vermute. Aber ich glaube, wirkliche Pathfinder wird es nicht geben. Okay. Ihr Blick in die Zukunft, Herr Alkemeyer? Ach, na ja, ich meine, das war ja jetzt ganz schön ausgedrückt. Ich weiß es nicht. Also ich,
glaube in der Tat, wir können das nicht vorhersagen, was diese enormen technologischen Umwälzungen mit uns machen. Also ich bin irgendwie nicht auf diesem Trip, da allzu kulturkritisch und kulturpessimistisch zu werden und irgendwie zu sagen, unser Gedächtnis leidet darunter, wir können uns nicht mehr konzentrieren und so weiter, sondern ich meine, wir haben uns schon immer als Menschen, das sind, glaube ich, die Lehren, die man aus einer historischen Anthropologie ziehen kann, wir haben uns schon immer in Verbindung mit den Artefakten, die uns umgeben, verändert in unseren Wahrnehmungsvermögen, in unseren Aufmerksamkeiten. Und wir werden uns darauf in irgendeiner Weise neu einstellen und möglicherweise auch die Fähigkeit entwickeln, uns irgendwie in diesem Datenwust zu orientieren. Wir müssen und wir dürfen an dieser Stelle einen Punkt setzen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für diese willkommene Reise durch die wahre Geschichte oder dem, was davon übrig geblieben ist. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen für die Diskussion hier auf dem Podium, Ihnen logischerweise fürs Zuhören und Zuschauen. Und wenn Sie den nächsten Disput mit Ihrem Ehepartner haben und einfach feststellen, du Schatz, das war ganz anders, du lügst, haben Sie die perfekte Ausrede, Sie sagen einfach, das war mein Gedächtnis, nicht ich. Bleiben Sie heiter irgendwie und tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank. Liebe Frau Illner, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Podiumsdiskussion, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde der Oldenburger Schlossgespräche. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es heute die 5. Oldenburger Schlossgespräche. Und ich glaube, ich liege nicht ganz falsch, wenn es wieder einmal sehr gute, tiefgehende, anregende und lebhafte Schlossgespräche gewesen sind. Eine wahre Geschichte, wie wir uns erinnern, Gedächtnis, Gedenken und Vergessen. Das war das Thema der 5. Oldenburger Schlossgespräche. Und das große Interesse, das Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Veranstaltung entgegenbringen, zeigt, dass es offenbar ein großes Bedürfnis gibt, wissenschaftliche Erkenntnisse zu Themen, die für unser alltägliches Leben relevant sind, auf verständliche, unterhaltsame und trotzdem niveauvolle Weise vermittelt zu bekommen. Ich hoffe, dass Sie die heutige Veranstaltung ebenso wie ich als Bereicherung empfunden haben. Die Erkenntnisse dieses Abends geben Anlass, mit eigenen und fremden Erinnerungen und Gedächtnisleistungen sensibler, vielleicht auch kritischer umzugehen. Gut informierte und interessierte Bürger sind eine wichtige Voraussetzung für ein demokratisches und zukunftsfähiges Miteinander. Dieses Gemeinwesen zu fördern, entspricht dem Zweck unserer EWE-Stiftung, diese Veranstaltungsreihe 2009 mit ihren Kooperationspartnern ins Leben gerufen hat. Mein besonderer Dank gilt heute Abend unseren Podiumsgästen für ihre erhellenden und überaus interessanten Beiträge und natürlich, Frau Illner, für ihre professionelle und kurzweilige Moderation. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, habe ich jetzt einige Geschenke zu bereichen. Mein Gedächtnis hat mich nicht im Stich gelassen an der Stelle. Ein bisschen wie Weihnachten. Mensch, Sie Ärmste, kann man Ihnen dabei helfen? Wir danken, herzlichen Dank. Merci dir. Dankeschön. Vielen Dank. Einfach weitergeben, der Arme.
Bedanken möchte ich mich weiter bei unseren Kooperationspartnern, der Universität Oldenburg, die heute hier durch ihre Präsidentin, Frau Professorin Simon, repräsentiert ist, sowie dem Hanse-Wissenschaftskolleg und seinem Direktor, Herrn Professor Reto Weiler. Dank an alle, die wieder zu einer gelungenen Veranstaltung beigetragen haben, und auch an Sie, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihre Aufgeschlossenheit und Ihr aufmerksames Interesse. Der Andrang in diesem Jahr war so groß, dass wir leider nicht alle Interessenten einen Platz anbieten konnten. Dank der Aufzeichnung des Oldenburger Lokalsenders O1 gibt es aber die Möglichkeit, die Schlossgespräche zum späteren Zeitpunkt im Fernsehen nachzuerleben. Die Sendezeiten entnehmen Sie bitte dem Internet. Und jetzt ja, wir haben ja gerade gehört, dass wir ein unendliches Gedächtnis jetzt langsam bekommen, ein rein technologisches in der digitalen Welt. Ich hoffe, dass die Verdrahtung bei uns im Gedächtnis nicht ganz so digital abläuft wie mit den lauter Einsen und Nullen im Internet. Und jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich Sie zu einem kleinen Empfang in die Räume hier im Erdgeschoss einladen. Ich wünsche Ihnen, das darf ich heute vielleicht schon sagen, eine besinnliche Adventszeit und hoffe, dass Ihnen der heutige Abend lange und vor allem in guter Erinnerung bleiben wird. Nochmals herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend mit anregenden Gesprächen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Applaus